Whispered promises straight to my heart. I'd never noticed, but you were never there, you were never there, hey. You gave me roses, set me apart. All I feel was bliss, but you were never there, you were never there. I want us to be what we used to be this night. Baby, just another fight, but you don't wanna see me cry. There is no way that it's never going there. I think it better and I swear I'll follow you no matter where. Think it better and I swear follow you no matter where. Think it better and I swear follow you no matter where. Down in empty streets looking for joy. I don't wanna admit it, I'm better on my own, better on my own. You say we're not meant for each other. I'm not sure of this. I won't give up on this, I won't give up. Cause I don't wanna be, I don't wanna be. Hey, like the one to flee, like the one to leave. I never surrender, but ever remember my lover. Did you give up on me? Have you never learned a lesson? Sorry, I will never be. Even if you're the one you wanna see. Think it better go someplace I don't know. Cause I got your picture on my mind. I want us to be what we used to be this night. Baby, just another fight, but you don't wanna see me cry. There's no way that it's never going there. I think it better and I swear I'll follow you no matter where. There's nobody else.
This kid is a new number one driver. Moin Moin, herzlich willkommen. Ich wünsche euch einen schönen guten Abend. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende, einen schönen Start in die Woche und ja, habt noch einen schönen Abend heute. Heute bei Racing League Esports sind wir wieder, natürlich. Letzte Woche gab es kein Rennen, jetzt haben wir wieder einen Viererblock vor uns, also auch heute und die nächsten drei Montage werden wir dann da zu Besuch sein und uns die Rennen anschauen. Track Focus ist dabei, Charlie Brown auch dabei. Ja, und ihr seht im Hintergrund, das Qualifying hat schon begonnen, 20 Minuten. Wir sind hier auf Zolder unterwegs und ich würde sagen, wir gucken mal, wer dabei ist. Wir haben 23 Piloten heute. So, räusper. Ja, Sound up hier, mich hört ja auch wunderbar. Ja, also sind ja auch Zolder unterwegs, 23 Piloten haben wir hier am Start, sind im ersten Split unterwegs. Das ist das neunte von 19 Rennen, also wir gehen so langsam auf die Halbzeit zu. Das heißt, ja, wir gucken uns daher natürlich auch die Gesamtwertung an, direkt vor der Starterstellung am besten. Also da haben sich schon so ein paar... ja, herauskristallisiert, die vorne mitfahren werden, aber Mittelfeld natürlich auch immer sehr, sehr spannend. Da sind die Punkteabstände immer sehr gering. Auch da ist es sicherlich nochmal interessant für den einen oder anderen. So, wir schauen mal, ja, wer dabei ist heute. Wo gehen wir denn mal hin? Genau, starten einfach mal die Startnummern durch. Moin, Lukas. Ja, danke, bin schon fast wieder fit. Stimme ist noch ein bisschen hier und da nicht ganz fit, aber an sich geht alles wieder. So, Ricardo Hillegas haben wir jetzt hier im Bild. Der hat noch nicht die schnellste Runde gesetzt. Mal gucken. Jetzt aber 1:28.620. Der ist nämlich der Führende der Gesamtwertung, immer vorne mit dabei. Er hat tatsächlich nicht die meisten Siege. Zwei Siege hat er sich nur geholt, steht trotzdem ganz vorne. Die meisten Siege hat tatsächlich Nick Husfeld, der auf der dritten ist. Aber der, ja, fährt halt ein bisschen seltener als der Ricardo Hillegas hier. Aber wenn er fährt, gewinnt er fast immer. Mal gucken, was heute so geht. Ist sogar heute auch dabei. Ja, momentan auf der 14. Position, hat noch keine Zeit gesetzt. Ja, aber Hillegas ist momentan noch in der Führung ganz vorne. Dann gehen wir mal auf die Nummer 2. Corbin Behnke haben wir hier. Den haben wir im Audi unterwegs. Der hier momentan auch noch keine Zeit gesetzt hat. Geht hier gerade durch die letzte Schikane. Hoffen wir mal, dass es eine gültige ist. Oder schauen wir einfach mal, dass wir hier eine Runde vielleicht bekommen von ihm. Können wir mal gucken, wo er sich hier positioniert. Ne, war noch keine gültige, war wahrscheinlich eine Outlap. Dann gehen wir weiter zur Nummer 13, das ist der Chris Zoske. Den haben wir hier für Monkey Town Racing am Start. Wo ist er denn? Hier der Audi, da geht er gerade am Lambo vorbei. Ja, auch zu dieser wunderbaren Schikane, Rechts-Links-Rechts-Kombination hier. Eine sehr, sehr enge Strecke, hier kann man viel, viel cutten. Muss man auch, wenn man hier schnell sein will. Aber Cuts sind natürlich hier auch ein Thema durchaus auf dieser Strecke. Auch wenn die Boxengasse allgemein nicht so sonderlich lang ist, aber einen Cut willst du dir nicht holen, beziehungsweise einen DT nach 4 Cuts hier. Eine Stunde fahren wir nachher. Also, ja, könnte vielleicht für den einen oder anderen eng werden. Wir gehen mal weiter, wir gehen zur Nummer 17, da haben wir Phil Bartel. Das ist hier der Lexus. Da kommt er nämlich gerade an, auf der 10. Position. Eine Sekunde hinter der, ja, optimalen, sag ich schon, der schnellsten Zeit aktuell. 28.257, Hillegas, da gerade schon wieder auf einer absoluten Bestzeit unterwegs. Ja, momentan auch keiner, der ihm das Wasser direkt reichen kann. Dahinter sind auch so ein paar, die noch 3/10, 4/10 im Delta haben. Mal schauen, Viertelstunde ist noch Zeit, ob Hillegas da vorne ja heute wegfahren kann. Wenn man hier vorne ist, ja, hat man ganz gute Chancen, denn man kommt hier nicht super leicht vorbei auf der Strecke. Wir gehen hier gerade auf die Haarnadelkurve zu. Da kann man auf jeden Fall mal sich daneben setzen, wenn man da vielleicht aus der vorherigen Schikane gut rauskam. Kann man hier mal auf die Innenseite gehen und dann hier hoffen, dass man beim Rausbeschleunigen die Nase vorne hat. Wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Dann gehen wir weiter zur Nummer 23, Ben Utzer ist das, der ist in McLaren unterwegs. Also einige Marken, die wir heute hier wieder am Start haben. Klar, die haben ja alle ihre Fahrzeuge schon am Ende, beziehungsweise am Anfang der Saison gewählt. Ja, Ben Utzer momentan noch mit keiner Zeit, sowie drei weitere, Krupp, Lang und Husfeld sehen wir davor. Lang steht sogar noch in der Box. Ansonsten haben wir 19 gezeitete Runden oder Piloten bis jetzt. Ben Utzer aber gerade auf einer gültigen unterwegs. Können wir kurz draufbleiben, denn er geht jetzt ja auch Richtung der letzten Kurven hier. Mal sehen, wo der McLaren-Pilot sich positionieren kann. Kommen wir kurz in der Gesamtwertung auf der 23.
Ja, ein Rennen tatsächlich nur, wo er gepunktet hat. Das vorletzte Rennen müsste Indianapolis gewesen sein. 10 Punkte hat er sich geholt. Sonst leider konnte er noch nicht groß punkten tatsächlich, obwohl er fast immer dabei war. Also drücken wir mal die Daumen, dass es heute vielleicht ein bisschen besser läuft. Jetzt ist er erstmal auf die 13. Position vorgefahren. Wir gehen zu Nick Hussfeld. Wie gesagt, das ist der mit den meisten Siegen. Das sind nämlich 1, 2, 3, 4 an der Zahl. Also wenn er dabei ist, hat er fast immer gewonnen, außer bei einem Rennen. Da hat er sich 14 Punkte geholt plus die schnellste Runde. Die hat er sich jedes Mal geholt, wenn er gefahren ist. Also auf den müssen wir auf jeden Fall mal hier aufpassen. Der Porsche-Pilot für Monkey Town Racing. Ja, momentan auf der 5. Position, 0,2 Sekunden hat er im Delta. Also es ist deutlich zusammengerückt jetzt. Also ein paar haben da nochmal gute Runden hingelegt. Gucken wir mal, wo es dahin geht. Auf jeden Fall ein Aspirant hier für ganz, ganz vorne. Dann kommen wir zu Marcel Lang. Der hat, oder weiß nicht, ob er nicht rausfahren darf, keine Ahnung. Steht auf jeden Fall in der Box, keine Zeit gesetzt für Club Racing, der Marcel Lang unterwegs im BMW M4. Dann gehen wir zu Tim Schafhauser, den haben wir auf der 16 aktuell, 1,6 Sekunden Rückstand nach ganz vorne, 0,1 Sekunden hat er hier im Delta. Ich gucke mal auf die Karte, verteilt sich ganz gut, sind ja auch nicht ganz so viele Autos mit 23 Piloten heute und Pilotinnen. Von daher sollte hier jeder seinen Spot finden, um eine gute Zeit zu setzen hier. Achso, habe ich gar nicht gehört. Dann war ich vielleicht schon weg, oder? Keine Ahnung. Ja, kann man sich aber denken, wenn er nicht rausfährt, dass er nicht fahren darf. Ja, mit der Nummer 30 hier unterwegs im Aston Martin. Mal sehen, was da noch so geht. Ja, momentan der Vorsprung zur nächsten Position oder Rückstand vielmehr in dem Fall. Doch eine gute halbe Sekunde zu Platz 15. Gehen wir zu Lucas Santer mit der 33, CF Racing Team. Den haben wir auch wieder im Audi. Ja, Kameramann, nicht ganz so schnell. Auf der 14. Position, knapp unter eine Sekunde nach ganz vorne. Ja, da fehlen ein, zwei Zehntel nur. Dann könnte es vielleicht Richtung Top 10 gehen. Na, drei Zehntel sind es fast. Da ist nämlich der Chris Schneider gerade auf der 10. Aber ein, zwei Zehntel hat er auf jeden Fall nochmal gefunden. Moment. Ja, Stimme macht noch nicht ganz mit. Jetzt auf der 14. Position. Hat sich schon mal deutlich näher rangerobbt hier. Position 12 und 13. Wie gesagt, ganz, ganz nah dran. Dann kommen wir zum Zweitplatzierten der Gesamtwertung. Das ist der Pierre Meyer, den sehen wir gerade. Der ist gerade auf die 7. Position zurückgerutscht. Der ist hier, ja, eigentlich ganz gut unterwegs. Also nicht mal 4 Zehntel zur Führung. Ist doch recht eng da vorne tatsächlich. Und denke, das Ende der Fahnenstange ist da noch nicht so ganz erreicht. Wir sehen es bei Corbin Behnke auf der 4. Auch da ist noch ein grünes Delta. Auch der Führende nochmal mit dem grünen Delta unterwegs. So, was macht der Lambo da unten? Ja, ja, hier steht er hier verkehrt rum. Auf der Ideallinie. Und Pierre Meyer rast einfach voll rein. Hätte gedacht, dass er den gesehen hätte, noch frühzeitig. Aber jetzt schon mal hier ein größerer Unfall gleich im Qualifying. Alle anderen kommen da hoffentlich dran vorbei. Jetzt geht's hier irgendwie zurück in die Box. Na, schade für Pierre Meyer. Ein bisschen Zeit ist zum Glück noch. Also jetzt hier irgendwie in die Box schleppen und dann nochmal neu angreifen. Hier der Audi-Pilot. So, in der Box steht da Thomas Weinzettel. Auf der 9. Position liegend. Gute halbe Sekunde fehlen nach ganz vorne. Ja, gucken wir mal, was der AMG-Pilot hier noch so macht. Gerade diese Bona Racing Club mit der 62, er nochmal rausfährt jetzt. Sascha Krupp, das war der Lambo, der da eben quer stand oder verkehrt herum stand und vor Pierre Meyer mal voll getroffen wurde. Können wir froh sein, dass da die Motoren noch im Auto geblieben sind. Wobei, hier ist er ja eh hinten. Ja, Krupp auf der 16, 1,2 Sekunden. Wird jetzt erstmal die Box fahren und dann gleich nochmal angreifen. Creative Gaming, moin moin. Schön, dass du da bist. Chris Schneider, den haben wir hier im BMW M4 mit der 91, während Hillegeist eine neue schnellste Runde gesetzt hat. 48.140. Ja, Chris Schneider jetzt hier im M4 auf der 12. Position. Diese Runde, ersten Sektor zumindest noch nichts groß rausholen können. Wir sehen es eher ein bisschen verloren. Ah, jetzt die Kurve nicht ganz bekommen hier. Da ein bisschen aufs Kies gekommen. Ja, kostet natürlich Zeit hier auf der Geraden. Hoffentlich rutscht man da im Rennen nicht weg, weil dann könnte es ein bisschen eklig werden hier. Aber leider ungültig, wollte ich gerade sagen. Gerade kurz grünes Delta gab, war aber wahrscheinlich zu schnell die Schikane rein und dann zu viel gecuttet und damit die Runde leider ungültig. Dann gehen wir jetzt weiter zur 99. Go Fast Racing Philipp Nowak für Go Fast Racing so rum mit der 99 auf der 5. Position. Gleiche Zeit mit Phil Bartel auf der 6. Also die Zeit hat er als erstes gesetzt demnach. Ja, mal sehen. Da, oh, und 3 und 4 auch gleiche Zeit. Eieiei, boah, richtig, richtig eng hier. Ja, also eine Zehntel fehlt ihm genau nach da vorne. Dann würde er auf Platz 3 gehen. Gucken, ob er nochmal rausfährt oder ob er da schon zufrieden ist. Wir gehen zu Daniel Miller rüber, die 169. Monkey Town Racing haben wir im Porsche auf Position Nummer 14.
Da sieht es gar nicht so schlecht aus. 0,2 Sekunden im Delta. Das würde ja, Richtung Top 10 vielleicht gehen aktuell. Aber da wird wahrscheinlich der eine oder andere noch ein bisschen hinterherziehen. Also drücken wir mal die Daumen, dass da hier die Runde zu Ende bringt und vielleicht nochmal ein bisschen nachlegen kann. Die Runde ist ja doch etwas kürzer, also hier hat man vielleicht nochmal eine Runde mehr Zeit als auf anderen Strecken. Hillegeist schon wieder mit der schnellsten Runde. 1:28.060. Mal gucken, ob er die 27er noch knackt. Momentan der Einzige, der da eine Chance drauf hat, offenbar. Benedikt Alisch auf der 2, 0,4 bereits weg. Also Hillegeist, der robbt da so ein bisschen weg vorne. Dann gehen wir mal zu Benedikt Alisch rüber. Oh, der Lambo schon wieder, glaube ich, wenn es der gleiche war. Gehen wir zu Alisch rüber. Genau, den habe ich gerade genannt. Wie gesagt, 0,4 Sekunden. Diese Runde leider ungültig. Der für AKW bei Orange One Racing Pilot. Ja, nicht sicher auf der 2. Dahinter ist es, wie gesagt, sehr, sehr eng. Da haben wir ja die 4 und 5 und 6 und 7, die da mit einer gleichen Zeit unterwegs sind. Sind auch alle schon wieder auf der Strecke unterwegs. So, Markus Spielberg, der ist direkt dahinter der Porsche, Monkey Town Racing, die alle im Porsche unterwegs, auf der 3, also der direkte Verfolger hier im Qualifying, aber auch gerade auf der Strecke direkt dahinter. Wenn es so bleibt, dann wird es auch im Rennen so sein, das Bild. Dahin sehen wir, glaube ich, einen Teamkollegen. Ja, mal sehen, diese Runde werden wir auch noch keine Verbesserungen sehen. Bleibt aber erstmal draußen, wie es aussieht. Wird jetzt hier nochmal eine Zeit setzen. Philipp Witzmann haben wir dann im BMW, wieder AKW. Der hier über diesen schönen Hügel fährt, wo es ja eine schöne Pfütze gibt, wenn es regnet. Sieht aber heute nicht nach Regen aus. Da zieht es einem auch so ein bisschen ja, das Heck weg oder macht das Auto unruhig. Er momentan auf der 9 unterwegs, die 390, kommt aber gerade erst frisch aus der Box. Also werden wir noch 1, 2, 3 Runden warten müssen, bis wir da vielleicht eine bessere Zeit sehen. So, Pierre Meyer jetzt auch wieder unter, Peter Meyer, sorry. Ja, Peter Meyer, ist nicht der Pierre Meyer. Der ist nämlich hier im Honda unterwegs für Meyer. Den sehen wir hier, die 580. Mal sehen, 1,5 Sekunden, gültige Runde aktuell. Jetzt ist er ungefähr bei der Hälfte der Strecke gleich. Ja, und sieht noch nicht nach einer großen Verbesserung aus. Mal gucken, vielleicht geht ja ein bisschen was im letzten Sektor noch. Haben wir doch so die ein, zwei harte Anbremszonen nochmal. Hier die nächste, wie gesagt, die Haarnadelkurve, einer der besten Überholmöglichkeiten auf der Strecke heute. Wen haben wir noch? Dani Daniela haben wir für Apollo Motorsport im Aston Martin. Mal sehen, wo ist sie? 0,4 Sekunden hat sie im Delta, also da ist noch einiges, was sie da im Potenzial liegen hat. Auf der 19 aktuell. Ja, wenn wir da die 0,4 abziehen würden, würde es immer in Richtung Platz 16 gehen. Zwischen 15 und 16 haben wir gerade einen relativ großen Abstand von 4 Zehnteln. Also da kann man vielleicht nochmal hinfahren. Mal sehen, ein bisschen hat sie jetzt hier wieder verloren in den letzten paar Kurven. Also ich denke, da wird es nochmal deutlich nach vorne gehen, das heißt deutlich, aber ein bisschen nach vorne, wenn sie nochmal eine saubere Runde hinbekommt. Wir bleiben mal kurz drauf, letzte Schikane nochmal, schön die Curbs mitnehmen, früh aufs Gas gehen und dann geht es hier auf die doch sehr kurze Stadt-Zielgerade. Und wir haben tatsächlich einen neuen Führenden, Nick Hussfeld, also der konnte nochmal ordentlich nachlegen, auch Colin Behnke nochmal gut nachgelegt, nur noch eine Zehntel dahinter. Aber jetzt sieht es da vorne schon wieder deutlich besser aus, Behnke jetzt leider mit einer ungültigen Runde, Daniela jetzt hier auf der 19. Aber wir gehen nochmal weiter. Drei Autos haben wir nämlich noch. Patrick Gonzalez haben wir hier auf der 21. 1,9 Sekunden. Auch da fehlt nochmal 2 Zehntel zur nächsten Position. Aber da hinten sind die Abstände ein bisschen größer aktuell. Auch hier haben wir wieder einen Aston Martin. Mal sehen die Runde. Ja, jetzt am Ausgang letzte Kurve. Da hat auf jeden Fall nochmal ein bisschen was gesteckt. 0,2 Sekunden. Wird jetzt keine Riesensprünge damit machen. Aber auf die 20 geht's. Chris Soske, Zoske kann sich jetzt, oder muss, wird da eine Position nach hinten geschoben. Linz Live haben wir dann noch hier im Porsche, Affenbande, die 892 auf der 22. Position, der letzte quasi, der zumindest aktiv hier auf der Strecke unterwegs ist, mal sehen, was da noch so geht, und Kurt Hassel haben wir auf der 14, das ist der Porsche-Pilot von Monkey Town Racing mit der 911, kommt gerade über die Linie, allerdings ohne Verbesserung, auch da ist es sehr, sehr eng zu den nächsten Positionen. Da wird er sicherlich noch sehr motiviert sein, nochmal ein paar Runden hinterher zu hängen. 3 Runden hat, dürfte er ja nochmal ranhängen können. Aber auch die direkte Konkurrenz ist noch unterwegs. Utzer da vorne, 1/10, Schafhauser dahinter, 1/10 schneller, Utzer sogar 0,3. Ja, aber das sind alle 23 Piloten und Pilotinnen, die wir heute am Start haben. Ja, viele, viele davon auch, die in der Gesamtwertung vorne mitspielen. Dürfte also interessant werden. Schauen wir uns, wie gesagt, gleich nochmal an. Jetzt gucken wir erstmal nochmal die letzten 4 Minuten des Qualifyings an.
Ja, Temperaturen sehen auch ganz human aus. 22 bzw. 24 Grad auf der Strecke. Strecke auf optimal, leicht bewölkt hier. Wie gesagt, nach Regen. Sieht es momentan nicht aus. Mal gucken, wie es im Rennen ist. Denke mal eher nicht. Dürfte die meisten freuen. Strecke schon schwierig genug. Zumindest im Zweikampf, im Rennen selber. Sehr, sehr eng. Auch die Schikane da wird interessant sein in der Startphase. Vor allem, ob da ja alle durchpassen, ob da abgekürzt wird. Denn wenn man da den Körb zu viel mitnimmt, dann guckt man gerne mal in den Himmel mit dem Auto. Und dann kannst du schlecht lenken. Und dann geht's geradeaus, wenn da noch ein anderer ist. Na, das wird da ein bisschen eklig manchmal. So, Husfeld, der hat nochmal Bock. Also 27er Zeit ist hier absolut drin. 0,3 Sekunden sehen wir hier im Delta. So viele Kurven sind es nicht mehr. Nochmal schön rausbeschleunigen. Mal sehen, 0,3 halten sich ungefähr. Also die 27er Zeit, denke ich, werden wir heute sehen im Qualifying im Rennen. Ja, schauen wir mal. Ein bisschen mehr Sprit dabei heute. Ein Boxstopp ist ja Pflicht. Also wird nicht eine Stunde komplett durchgefahren. Die meisten werden dann wahrscheinlich so zur Hälfte reinkommen, je nachdem, ob man vielleicht ja einen Unfall hatte am Anfang oder irgendwas anderes hat. Und da sehen wir die 27er, 27.30 so rum, damit ganze 13. vor Ricardo Hillegeist. Mal gucken, ob er nochmal nachlegen kann, diese Runde nicht. Deswegen gehen wir zum Audi-Piloten auf der dritten Position. 0,1 Sekunde immerhin aktuell. Also bin ich mal gespannt, ob Husfeld sich hier heute den nächsten Sieg holt. Wie gesagt, wenn er fährt, gewinnt er fast immer. Trotzdem nur in Anführungsstrichen Platz 3 in der Gesamtwertung. Der hat, rechne, 45 Punkte Rückstand auf Position 1. Gucken wir uns gleich nochmal an. Ja, insgesamt hatten wir ohnehin tatsächlich in 8 Rennen jetzt 4 Gewinner. Also Hillegeist, Meyer, Husfeld, Kaiser, das sind die ersten 4 der Gesamtwertung, die sich jeweils schon mal mindestens einen Sieg holen konnten. Also Meyer, Kaiser sehe ich hier gerade. Ein Sieg, Hillegeist 2 und alles andere hat sich Nick Husfeld geholt. Ja, 4 Fahrer, 4 Teams tatsächlich. Mal sehen, wer das von denen heute wieder sich holen kann, den Sieg. Während Beke jetzt auf die zweite Position gegangen ist, Hillegeist damit jetzt nur noch auf der 3. Gucken wir ein bisschen weiter. Ben Utzer auf der 8, da können wir ja mal kurz hingucken. Mal sehen, hier der einzige McLaren, glaube ich. Gucken wir mal kurz. Ja, der einzige McLaren tatsächlich im Feld heute. Ein Lexus haben wir dabei, einen Honda, einen Lambo. Einige BMWs und Audis und Porsche. So, Husfeld mit einer neuen schnellsten Runde, während wir Ben Utzer hier leider ja, abfliegen sehen. Ja, der McLaren mag keine Curbs. Ganz, ganz schwierig da die Schikane gut zu nehmen. Da kann man viel Zeit gewinnen und verlieren. Pack euch mal wieder die Deltas rein. Also Husfeld jetzt hier im Porsche mit der 27.717. Binke ganz knapp dahinter, Hillegeist jetzt 3. Über 13. dahinter, aber hat wieder 0,2, 0,3 im Delta. Kam aber eher daher, dass er zu schnell, glaube ich, in die Haarnadel rein ist. Da sehen wir nämlich das ganze Delta wieder, ja, verschwinden. Aber eine Runde hat er noch Zeit. 50 Sekunden haben wir noch auf der Uhr. Ist gerade hier in der letzten Schikane. Also einen Schuss hat er noch frei. Mal sehen, ob die anderen noch, ja, was nachlegen können. Nachlegen kann auf jeden Fall der Peter Meyer. Hier sehen wir ihn gerade im mittleren Sektor unterwegs. Vollgas geht's hier hoch über die Kuppe. Mal sehen, kann er hier die Geschwindigkeit mitnehmen. 0,1 Sekunde hält er im Delta. Wird damit jetzt keine Riesensprünge machen. Aber egal, was man holen kann, holt man nochmal raus aus der Runde. Ja, mal gucken. Eine Schikane hat er noch, aber ich fürchte, da wird es jetzt keine großen Veränderungen geben. Deswegen gehen wir mal zu Don Salas. Der kommt nämlich gerade über die Startziellinie auf die 18. Position, ist er vorgesprungen und hat tatsächlich auch nochmal eine Runde Zeit. Die Uhr läuft nämlich jetzt gerade ab. Also wird hier einer der Letzten sein, der nochmal eine Zeit setzen darf. Mal gucken, sieht so aus, als wenn er das auch tun würde. Also da können wir nochmal gucken. Ansonsten, ja, nur noch wenige, die mit einer wirklichen Verbesserung unterwegs sind. Hier und da nochmal eine Zehntel. Gehen vielleicht mal auf Philipp Noack, da waren wir schon länger nicht. Go Fast Racing 99. Ist hier mit ja, minimaler Verbesserung unterwegs. Aber wir sehen auch bis Platz 6, 7 Zehntel ist der Rückstand. 1,5 Zehntel ungefähr, die da fehlen. Aber jetzt beendet er auch das Qualifying. Also da wird er sich nicht verbessern. Und direkt vorbei rauscht da der AMG von Thomas Weinzettel auf der 14. Position. Der seinen Abstand hier nach vorne na, nicht ganz halbiert. Aber mal sehen, vielleicht ist ja nochmal was in der letzten Schikane drin. Aber 0,6 Sekunden, da wird er auf jeden Fall mal locker in die Top 10 fahren. Also schauen wir mal, ob der AMG-Pilot das noch schafft. Müsste einer der Letzten sein, der auf einer Verbesserung unterwegs ist. Deswegen bleiben wir mal kurz drauf. So, nochmal gut raus beschleunigen hier auf die Startzielgerade. 0,3, 0,2, 0,1.
Schade, jetzt hat er da... Oder hat er die Runde abgebrochen, bin mir nicht ganz sicher. Aber da wäre eigentlich noch Potenzial gewesen, laut Anzeige jedenfalls. Na, schade. Naja, jetzt hat er auf jeden Fall noch ein bisschen was zu tun im Rennen wahrscheinlich. So, wer ist jetzt unterwegs noch? Gucken wir mal, der dürfte drin sein. Der ist drin. Peter Meyer. Nö, alle durch soweit. Hier sehen wir gerade Peter Meyer, wie er in die Box reinfährt. Ja, auch eine schwierige Boxeneinfahrt. Geht da relativ eng links und rechts rum. Aber damit haben wir das Qualifying hinter uns gebracht. Und sehen, ja, dass es erstmal nicht regnet. Oh, 7,5 Minuten. Wird ja immer länger hier. Haben wir noch Zeit. Ja, sehr schön, aber... Oh, sorry. Aber dann können wir gleich in Ruhe durch die Startausstellung gehen. Und uns natürlich auch nochmal die Gesamtwertung anschauen. So, was brauchen wir? Race Gas brauchen wir, einen Boxenstopp brauchen wir. Sehr schön. Also, gehen wir mal in die Gesamtwertung rein. Können wir mal ein bisschen gucken, wer von wo startet, wer hier gute Chancen hat, nach vorne vielleicht ein bisschen zu fahren oder Abstände zu verkürzen. Ricardo Hillegeist haben wir, wie gesagt, auf der 1, 184 Punkte. Letztes Rennen hat er auch schon ein bisschen was liegen lassen müssen. Auf dem Nürburgring vor 2 Wochen war das. 40 Punkte hat er noch Vorsprung, ist noch relativ komfortabel. Mal gucken, Pierre Meyer, der startet heute von der 6, also der ist ein paar Positionen dahinter. Aber der Husfeld auf der 3. Position mit 139 Punkten, immer gut für einen Sieg, wie gesagt, startet heute auch von der 1. Also da muss er mal gucken, 2 Positionen vor ihm. Der Behnke ist direkt dazwischen. Wo ist der denn in der Gesamtwertung? Wo finde ich ihn denn? Ach, da auf der 17. Oh, der kann heute richtig was gut machen. Nächsten Positionen sind da nur 4 Punkte weg, tatsächlich 16 und 15. Also mal sehen. Ja, wen haben wir da vorne noch? Der Herr Kaiser fährt ja heute auch. Den habe ich, glaube ich, noch nicht gelesen, den Herrn Arm heute. Nee, der fährt heute, glaube ich, nicht. Also der wird da ein bisschen abreißen lassen müssen. Schneider haben wir insgesamt auf der 5. Fährt heute auch nicht mit, wenn ich das... Doch, da, auf der 13. Der BMW, der vorletztplatzierte BMW auf der 13. Ja, also da vorne könnte sich noch ein bisschen was tun im Laufe der Zeit. Je nachdem, wie regelmäßig jeder natürlich fährt. Weil Streichergebnisse gibt es nicht. Das heißt, wenn man mal ein Rennen auslässt, da ja, verliert man einiges am Boden. Je nachdem. 29 Piloten und Pilotinnen haben wir bis jetzt, die überhaupt mal Punkte holen konnten. Wir sehen es hier ab Position 30, Daniela. Mal sehen, wo startet die heute? Von der 21. Mal gucken, ob es noch in die Punkte geht heute. Vielleicht gibt es ja hier die ersten Punkte. Ja, aber ihr seht, da vorne könnte es noch mal spannend werden. Aktuell sieht es noch nicht ganz so danach aus, zumindest ganz vorne nicht. Aber 2, 3, 4 relativ dicht zusammen. Zu Position 5 ist momentan der Abstand recht groß. Und wie gesagt, dann im Mittelfeld natürlich die Abstände naturgemäß relativ klein hier. So, 5 Minuten haben wir noch. Das heißt, wir können ganz in Ruhe durch die Startausstellung einmal gehen. Also auf der 1 haben wir Nick Husfeld, Monkey Town Racing mit der 24. Ein Porsche hier ganz vorne, aber allgemein doch, zumindest von den Marken, die wir haben, relativ gut gemischt hier. Haben wir Porsche, Audi, BMW hauptsächlich vorne, der McLaren auf der 8, ein Lexus auf der 10, hinten noch ein Lambo und ein Honda, den wir da am Start haben. Aston Martin auch eher hinten platziert tatsächlich, sehe ich gerade, 17, 18 und 21. Ja, er stand auf jeden Fall vorne, hat also die besten Möglichkeiten gleich auf der Innenseite. Mal gucken, Corbin Behnke hier im Audi. Gucken, ob er gut wegkommt hier mit seiner Karre, mit der Nummer 2 unterwegs. Außenseite, ob er vielleicht daneben gehen kann. Wäre ganz gut für die nächsten Kurven, da kommen ja dann erstmal nur 3 Rechtskurven. Das wäre vielleicht seine Chance, hier gleich am Start eine Position zu gewinnen. Ansonsten, ja, muss er mal gucken, ob er da im Rennen irgendwie vorbeikommt. Wir gehen mal auf die 2. Startreihe. Da haben wir nämlich den, wie gesagt, Führenden in der Gesamtwertung. Ricardo Hillegeist, der BMW M4 hier. Also 3 Marken ganz vorne mit der Nummer 1. Go Fast Racing. Der wird sich das Ganze anschauen und gucken, ob er seinerseits da vielleicht eine Lücke gleich findet. Neben ihm startet der Markenkollege von AKW. Philipp Witzmann ist das mit der 390. Corbin als Underdog, genau. Haben wir eben in der Gesamtwertung gesehen. Er startet wieder hier von der Außenseite. Also 2. Startreihe hier komplett in BMW-Hand. Markus Pieberg haben wir dann in der 3. Startreihe. Monkey Town Racing, die 202. Macht sich hier langsam auch bereit. 3 Minuten haben wir noch, plus eine ganze Einführungsrunde hier. Startet also von Position Nummer 5. Auf der 6, da haben wir den nächsten Audi. Das ist der von Pierre Meyer. Mal sehen hier die 35. Gucken, was er hier noch ausrichten kann.
versucht natürlich hier irgendwie vielleicht den Hillegeist hinter sich zu lassen, um den Abspann nach vorne zu verkürzen in der Gesamtwertung. Aber es sind natürlich auch viele, viele da vorne unterwegs, die dann seiner oder ihrerseits den Abstand auf ihn wiederum verkürzen wollen. Sehr, sehr spannende Sache. Benedikt Ahlisch haben wir dann im BMW M4 mit der 179. AKW startet hier von der 7. Position, damit auch auf der Innenseite. Ben Utzer haben wir dann den einzigen McLaren, wie gesagt, den wir gerade in der Schikane abfliegen haben sehen. Ja, mal sehen, ob es ihm gern besser klappt. Drücken wir mal die Daumen. Er startet auf jeden Fall von der 8. Position. RLE Racing DAX hier. Daniel Müller, den haben wir für Monkey Town Racing unterwegs, die 169 auf der Innenseite mit seinem Porsche. Wird hier natürlich gucken, ja, ob er hier auch eine Lücke findet. Ist schon mittendrin im Feld hier. Daher wird es ja immer sehr, sehr interessant. Muss nach vorne gucken und nach hinten gucken. Hoffen, dass da keiner draufknallt. Drücken wir mal die Daumen, dass das hier alles funktioniert in der Startphase. 2 Minuten haben wir noch. Wetter immer noch sehr konstant wie im Qualifying, also dürfte nicht groß was geändert worden sein am Setup. Während wir uns mal anschauen, hier den Lexus von Phil Bartel, Monkey Town Racing. Einziger Lexus hier mit der Nummer 17. Moin Dani und viel Erfolg. Startet hier von der 10, also hat es noch in die Top 10 reingeschafft. Philipp Noah kam dann wieder im BMW M4. Einer von 6, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, mit der 99. Er hier nahezu in der Mitte des Feldes, 23 haben wir ja, er hier von der 11 für GoFast Racing. Kurt Hassel haben wir dann nochmal im Porsche für Monkey Town Racing mit der 911. Hat sich hier noch zwischen 2 BMWs geschummelt, startet hier gleich auf der rechten Seite. Chris Schneider im M4, im BMW mit der 91 für Schneider Racing, also hier der Teaminhaber sozusagen, startet von der 13. Position. Thomas Weinzettel haben wir dann, ein AMG tatsächlich auch noch, ganz vergessen, auch der einzige seiner Sorte hier heute. Thomas Weinzettel von der 14. Position, das Auto mit der ewig langen Haube hier auf der rechten Seite gleich. Dann haben wir Lukas Hunter mit der 33 CF Racing Team im Audi, startet von der Position 15. Chris Soske haben wir dann den Markenkollegen auf der 16, er war nicht der Teamkollege, er ist nämlich für Monkey Town Racing unterwegs. Tim Schafhauser im Aston Martin, der Bestplatzierte hier auf der 17. Position mit der Nummer 30, hat hier gleich auch die Innenseite. Ja, vielleicht die bisschen einfachere Seite, zumindest für Kurve 1, da kann man sich schon inhalten und wird da nicht rausgedrückt, aber dann kommen Rechtskurven, wie gesagt, das wird dann sehr, sehr interessant. Patrick Donzalas haben wir dann im nächsten Aston Martin für GoFast Racing, die 737, startet von Position Nummer 18. Von der 19 startet die 63, Sascha Krupp ist das, das ist der Lambo, ja, den wir leider im Qualifying eher ja, verkehrt herum gesehen haben als in Rennpace oder Quali-Pace. Auch hier drücken wir die Daumen, dass es im Rennen ein bisschen besser funktioniert. Sascha Krupp startet also von der 19. Dann haben wir Peter Meyer, den einzigen Honda heute, auf der 20. Position mit der 580. Macht sich jetzt bereit. Genauso wie Daniela Apollo Motorsport mit der 596. Der dritte Aston Martin hier im Bunde startet hier von 21. Linz Live haben wir dann den letzten Porsche auf der 22, die 892 für die Affenbande geht er hier an den Start. Und von ganz hinten startet Marcel Lang. Mal gucken, ja, was seine Pace so sagt, ob wir da von hinten aufräumen kann. Startet mit seinem M4 auf jeden Fall von der 23, von der letzten Position. Und da geht es jetzt auch in die Einführungsrunde. Sehr, sehr schön. Also einmal noch hier die Strecke abchecken. Wetter sieht wie gesagt sehr gut aus. Ein bisschen bewölkter als eben. Keine Sonneneinstrahlung. Sieht optisch vielleicht nicht ganz so schön aus jetzt. Aber ja, zumindest wird es die Piloten und Pilotinnen jetzt hier nicht blenden. Spät ist es denn eigentlich? 6 Uhr abends. Geht so ein bisschen in den Abend hinein. Wir sehen hier die Scheinwerfer. Die leuchten auch schon ordentlich. Aber Sicht sollte gut sein. Und ja, wir drücken die Daumen, dass Kurve 1 alles gut funktioniert und vor allem dann, ja, Richtung Schikane, auf die wir gerade los oder zufahren vielmehr. Da wird immer sehr, sehr interessant, dass sich keiner verbremst. Vor allem hier links und rechts sehen wir viel Grün. Wenn man da beim Anbremsen mal draufkommt, dann, ja, geht's geradeaus und das mit relativ viel Geschwindigkeit immer noch. Und dann räumt man da gerne mal vielleicht ein, zwei Leute ab. Wollen wir nicht hoffen. Eine Stunde haben wir, wie gesagt, einmal zur Boxengasse. Muss jeder, hoffen wir, dass es auch bei einmal bleibt. So, danke für eure Follows. Gray, Corbin, Abingtare war, glaube ich, vor 6 Stunden. Ja, herzlich willkommen hier und natürlich viel Spaß. 9. Rennen von 19, also sehr, sehr langes Programm hier. Fahren nahezu jede Woche. Jetzt haben wir wieder einen Viererblock vor uns, wie gesagt. Heute das erste Rennen. Und dann schaue ich mal, wo sind wir dann noch?
Nächste Woche sind wir auf Sanford unterwegs. Danach am 5. Dezember im Ulten Park. Oh ja, sehr schön. Und am 12. Dezember Misano. Dann ist erstmal Pause, dann ist Weihnachten. Dann geht es am 2. November, sei schon 2. Januar weiter aus Suzuka. Wieder ein Viererblock und dann nochmal ein Dreierblock. Dann werden wir Mitte Februar dann alle 19 Rennen hinter uns gebracht haben. Also noch viel Action auf jeden Fall, die wir uns hier geben können. Moin Pierre und viel Erfolg. Ja, hoffen wir mal. In der anderen Liga, da waren wir mit 45 Autos hier unterwegs. Da hat das funktioniert tatsächlich. Zumindest in der ersten Runde. Also drücken wir mal die Daumen, dass es hier auch funktioniert. Eine Stunde haben wir also vor uns. Rennen 9 von 19. Ach, du hast eine DT? Ich muss gleich mal gucken. Also Husfeld. Ach, wegen der Kollision eben. Okay, Husfeld auf jeden Fall hier auf der 1 auf der Innenseite im Porsche. Er hatte gute Wagenlänge, auf jeden Fall Vorsprung. Kommt hier gut weg, wird auf jeden Fall vorne bleiben. Binkner auf der Außenseite muss erstmal gucken, ob er sich gegen Hillegeist wehren muss. Das kriegt er erstmal verteidigt. Also vorne hat sich nichts getan. Hillegeist seinerseits muss gucken. Witzmann auf der Innenseite, hält er hier die Nase schon rein? Ja, versucht so ein bisschen. Hillegeist hält sich eher außen. Dahinter auch Side by Side. Das sind Pielberg und Alisch müssten das sein. Pielberg jetzt vor Alisch. Das ging auf jeden Fall vorne alles gut. Der McLaren hier von Utzer gegen Noack. Noack hier auf der Außenseite der BMW. Ja, kommt da nicht vorbei. Wir gehen mal ein bisschen weiter nach hinten. Oh, Side by Side hier. Schafhauser und ist das Hunter? Ja, müsste Hunter sein. Hier der Audi auf der linken Seite. Hinten kommt noch der Krupp im Lambo an. Aber es geht hier halbwegs gut. Da gibt es die leichte Berührung. Und da wird Schafhauser leider gleich weggedreht. Muss jetzt hier aufpassen beim Rejoin. Aber wird jetzt hier nach ganz hinten quasi durchgereicht. Ja, ist jetzt leider letzter. War eine kleine Berührung da mit Hunter. Hat aber leider gereicht, um ihn da aus der Balance zu bringen. Ansonsten erstmal alles gut gegangen, würde ich sagen. Vorne hat sich nichts getan. Husfeld vor Behnke, Hillegeist und Witzmann. Da ist ja auch alles ohne große Kollision vonstatten gegangen. Hat sich schön aufgereiht hier. Wir gehen ein bisschen durchs Mittelfeld. Mal gucken, ob wir hier irgendwo Angriffe sehen. Oh ja, da hinten. Bartel verliert hier gerade gegen Schneider, glaube ich, die Position. Das ist hier der weiße BMW auf der 12., jetzt 11. Position. Also hier geht es auch hintereinander Richtung Schikane, letzte Schikane. Wir schauen mal, gibt es hier irgendwo Angriffe? Oh, da vorne wird es gerade etwas enger, wie es aussieht. Ich glaube, irgendeiner auch gerade in die Box rein. Genau, Pierre Meyer, der hat nämlich eine DT, wie er gerade geschrieben hat. Eine DT, Hillegeist kriegt 5 Sekunden, Noack 5 Sekunden, Hunter und Krupp jeweils auch 5 Sekunden. Das sind Strafen aus dem Qualifying, wegen irgendwelchen Vorfällen. Ich denke mal, das war der Vorfall mit dem Lambo, wo er reingefahren ist. So, also gucken wir mal in die Zweikämpfe rein. Gehen wir hier auf den Lambo. Der muss nämlich gerade hier gegen Hunter sich wehren, der auf der Innenseite ist. Dürfte ganz gute Chancen haben, hier vorbeizugehen. Beziehungsweise sich hier zu wehren. Der, oh, da gibt es eine leichte Berührung mit dem Lambo, der da aufs Gras kommt. Aber es kann das Auto abfangen und wer kann davon profitieren? Das ist Weinzettel, während der McLaren da vorne, Utzer, da neben die Strecke kommt, in die Wand rein. Mal gucken, ob ich den jetzt nochmal reinkriege hier. 20 Sekunden gehen wir mal kurz zurück. Das war aber Eigenverschulden, Fragezeichen. Schauen wir mal, Side by Side hier mit der 99. Ja, rutscht er selber weg. Oh, da ist der BMW, aber ja, mit Glück gesegnet. Wurde ein, zwei Mal berührt vom Ben. Aber zum Glück selber da nicht weggedreht worden. Ganz, ganz tricky die Situation hier. Hat aber keine Mitleidenschaft gezogen. Er selber natürlich jetzt hier fast nachts Ende des Feldes gerutscht dadurch. Außer Pierre Meyer, der wie gesagt mit einer DT ins Rennen geht. Und ja, dürfte erstmal ein relativ einsames Rennen haben. Sehr, sehr schade. Das wird natürlich auch in der Gesamtwertung nochmal ordentlich für Furore sorgen. Mal gucken, erstmal hier ans Feld anschließen und gucken, was man da wieder rausholen kann. Weil, ja, in die Box normal muss er natürlich trotzdem nochmal. So, Lukas Santa also auf der 11. Der Lambo dahinter jetzt auch wieder unterwegs. Wir gehen mal nach vorne. Kriegen wir hier irgendwelche schönen Angriffe. Husfeld haben wir hier auf der 1, Behnke dahinter und dahinter Hillegeist. Witzmann 1,8 Sekunden, schon eine kleine Lücke dahinter tatsächlich. Während Bartel sich gerade Hunter schnappt in der ersten Kurve. Beziehungsweise kurz verteidigt hat. Oder war ein Anzeigefehler, ich weiß nicht genau. Ne, waren sehr eng zusammen, aber kein Überholmanöver hier. So, Zoske dahinter, gerade Dani Daniela überholt. Für die ging es 5 Positionen nach vorne. Also schon mal gar nicht verkehrt hier.
Ich glaube, die Top 15 müssten Punkte bekommen, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Also, man könnte hier heute vielleicht die ersten Punkte holen. Wie gesagt, ist die Pilotin quasi in der Gesamtwertung die erste ohne Punkte. Mal sehen, klebt hier erstmal am Zoske dran. Von hinten der Marcel Lang, der ja von ganz hinten gestartet war, hat natürlich auch schon einiges an Position gewonnen. 6 nämlich an der Zahl. Natürlich da auch profitiert von Pierre Meyers DT. 1-2 Kollisionen gab es ja, aber an sich müsste er sich am Start auch so noch 1-2 Positionen geholt haben. Sehr, sehr schön. So, Weinzettel hier dran an Lukas Hunter. Aber allgemein die Startphase doch gut verlaufen. 1-2 Drehe haben wir gesehen, aber keine großen Kollisionen. Da sehen Sie ja auch auf der Karte, kleine Lücke da auf Position 8, wo wir mal drauf gehen. Da sind es grob 2 Sekunden dann zu Daniel Müller oder fast 3 Sekunden. Also da vorne eine kleine Gruppe mit 7 Autos und dann kommt quasi das Rest des Feldes, was hier wunderbar aufgereiht ist. Ja, plus Pierre Meyer natürlich nicht zu vergessen, 18 Sekunden jetzt Rückstand. Mal sehen, ob er schon bis zu den Boxenstopps hier in 25 Minuten, wie gesagt grob, den Anschluss schon wieder finden kann. Ist er kein langsamer Fahrer. Harare und Jonas, danke für eure Follows, herzlich willkommen und viel Spaß. So, wir sehen es an Abständen, hinten wird es gerade ordentlich eng, wir fahren bei Dani Daniela mal mit. Da hinten sehen wir nämlich die ganze Truppe, die da ja mehr oder weniger hintereinander, nebeneinander fährt. Pierre May jetzt mit der schnellsten Runde, 28,7. Ich sag ja, der ist nicht langsam unterwegs. Ja, wir gehen vielleicht mal auf Peter Meyer. Der ist nämlich hier genau mittendrin in dieser schönen Gruppe, während wir gleich wieder nach vorne gehen. Denn Behnke, der kann auf jeden Fall mal locker an Hausfeld dranbleiben, würde ich fast behaupten. Ja, jetzt gerade auf eine Sekunde Abstand angestiegen. Gucken aber kurz mal, ob hier hinten ein bisschen was passiert. Jetzt geht's hier zur nächsten Schikane. Mal sehen, ob man hier irgendwo rausziehen kann. Ist eher schwierig hier. Da kannst du nur dich darauf konzentrieren, hier gut rauszukommen. Das geht ja alles Vollgas hier. Und dann Richtung Haarnadel anzugreifen, dich hier zu positionieren, schön ranzukommen. Und dann die Nase vielleicht mal reinhalten. Aber hier haben die sich jetzt auch ganz gut sortiert. Gibt jetzt hier erstmal keine Angriffe. Damit gehen wir mal kurz nach vorne wieder. Also hier sehen wir die ersten Positionen. Aber auch dahinter das Feld nicht groß abgeschlagen. Wie gesagt, die ersten 7 relativ dicht hintereinander. Aber auch Position 8, 3 Sekunden. Mal sehen, ob da der Abstand kleiner wird. Philipp Noack ist da nämlich gerade auf der Platzierung unterwegs. So, Pierre Meyer schon unter 17 Sekunden. Holt also auf. Aber das wird natürlich eine mühselige Angelegenheit. Kann nur darauf hoffen, dass sie sich hier alle gegenseitig ein bisschen aufhalten im Verkehr. Gehen wir zu Daniel Müller rüber. 0,4 Sekunden am Benedikt Ahle dran. Mal sehen. Ja, an nächsten Position hat er alle direkt vor sich. Dahinter, wie gesagt, eine kleinere Lücke hinter Daniel Müller. Da sehen wir den BMW, der bringt noch so einige mit und hinten irgendwas passiert. Hier haben wir Schafhauser und Meier. Auch da gehen wir natürlich ins Replay rein. Gehen vielleicht mal in die Heli-Perspektive, schauen mal, was da passiert ist. So, Schafhauser, das ist der Aston Martin. Der Honda hier, Meier, ein bisschen unsicher gewesen in der ersten Kurve. Hier geht es zu zweit durch Kurve 2. Das sieht noch gut aus, aber da rutscht der Honda weg und trifft hier den Aston Martin, der wiederkommt. Und oh, da musste, ich weiß gar nicht, wer war das jetzt? Live? War das live? Ich glaube, live da ausweichen. Wäre eigentlich vorbeigekommen, aber irgendwie da auch in Straucheln gekommen. Aber glaube ich, ohne Kollision. Aber jetzt ein bisschen natürlich den Anschluss nach vorne verloren. 4 Sekunden jetzt der Abstand. Ah, ganz, ganz unglücklich hier. Peter Meyer da ein-, zweimal das Heck gekommen vom Honda. Und jetzt, ja, ist Pierre Meyer doch schon direkt ran am nächsten. So schnell kann es dann doch gehen. Mal sehen. Also hier der Zweikampf. Wie lang der hier geht. Aber hier schnell vorbeikommt. Meyer gegen Meyer. Ja, auch da der Honda ein bisschen unruhig. Denke mal, dass Pierre jetzt hier vorbeikommen wird Richtung Haarnadelkurve. Kann sich auf jeden Fall schon mal rechts daneben platzieren auf der Innenseite. Sollte also jetzt hier daneben gehen und vorbei. Weiß nicht, ob Peter Meyer da irgendwie Schaden davongetragen hat. Wahrscheinlich schon, würde ich mal behaupten. Ja, ja, ja. Da vorne sehen wir es. Denke mal, da wird er jetzt noch in die Box reinfahren. Bleib mal ganz kurz drauf. Boxengasse geradeaus. Oder? Ne, bleibt erstmal draußen. Vielleicht probiert er auch erstmal weiterzufahren. Während Ben Utzer auch mit einer Gelbflagge unterwegs ist. Und das ist der McLaren, den wir vorhin in der Schikane gesehen haben. So, Kurve 1 schauen wir mal. Aber auch da nur das Heck weggerutscht. Und da ging es auch relativ kräftig in die Wand rein. Auch hier also ein beschädigtes Auto auf der Strecke. Also konzentriert bleiben. Lukas Hunter, den haben wir hier auf der 11 direkt an der, am Bartel dran, an der 10, von dem er, ne, nicht überholt wurde. Das war ein Anzeigefehler. Aber hier ist es auch relativ eng. Der AMG geht direkt dahinter. Dahinter sehen wir die nächsten 2, 3 Autos. Dann Daniela. Mal gucken, wie läuft es denn da so. Wo ist sie denn? Auf der 16. Ah, wurde gerade überholt hier vom BMW. Gehen wir nochmal kurz 10 Sekunden zurück.
Ja, da kannst du natürlich eingreifen, wenn du schon daneben bist, natürlich. Ja, da konnte sie nicht mehr zuziehen. Da war die Nase vom M4 schon daneben, der sich da vielleicht sogar noch einen Cut geholt hat. Wird aber da gerne in Anspruch nehmen, denke ich, wenn man da eine Position mit gewinnen kann. Damit Marcel Lang auf der 16, 3 Sekunden zur nächsten Position. Hat also ein bisschen freie Fahrt, während Corbin Behnke vorne mit einer neuen schnellsten Runde aufwartet. Hier 1:28.0. Ja, wir sind ja fast bei den Qualifying-Zeiten, hätte ich fast gesagt. 27er haben wir da gesehen. Und ja, hier knabbern wir zumindest auch mal dran. Die fahren hier vorne auf jeden Fall alle 28 tief bis, wie gesagt, 28.0 glatt hier. Da ist er doch. Der Corbin, genau. Ja, wie gesagt, er bleibt hier auf jeden Fall dran. Ist ja kein Stück schneller oder langsamer eigentlich, zumindest was die Zeiten jetzt sagen. Aber er fährt direkt hinterher und daher ja, kann er jetzt auch nicht deutlich schneller fahren. Ja, Hillegeist, 1,5 Sekunden, der schaut sich das da an. Ich weiß nicht, ob er nicht mithalten kann, nicht will. Oder sich denke, ich lass mal Abstand, vielleicht passiert da vorne was. Dahinter könnte aber noch was passieren, da haben wir nicht Witzmann, Pielbeck, Alisch und Daniel Müller ist das dahinter noch im Porsche. Schönes Vierergespann, was wir sehen. Philipp Nurk dahinter 2,5 Sekunden, der bringt nochmal den Schneider mit. Bleiben wir vielleicht mal kurz hier drauf, mal sehen, vielleicht gibt es ja hier einen Angriff. Das müssten ja jeweils zwei Teamkollegen sein, zumindest wenn wir uns die Liveries mal anschauen. Beiden BMWs gegen die beiden Porsche, auch eine sehr, sehr interessante Konstellation. Und die 202 hier so ein bisschen weit gegangen. Aber nicht so weit, als dass man dahinter profitieren könnte. Ja, aber der Porsche im BMW-Sandwich und der BMW im Porsche-Sandwich. Und der hintere Porsche, der guckt auf der Innenseite schon mal ein bisschen. Mal sehen, ob man hier vielleicht in Teamarbeit sich hier zusammen nach vorne arbeiten kann. Sehr, sehr interessante Konstellation, wie gesagt. So, weiter vorne. Sehr, sehr schöner Zweikampf, den wir hier sehen. 10 Minuten haben wir jetzt hinter uns. 50 haben wir noch vor uns. Schafhauser war bereits auch schon, das heißt bereits, er war einmal in der Box auf der 23, der Aston Martin. Peter Mayer auf der 22 bleibt offenbar immer noch draußen. Pierre Mayer auf der 21, 10 Sekunden zur nächsten Position. 19:20 da, eine Sekunde auseinander. Also Pierre Mayer wird auf jeden Fall hier eine oder andere Position nochmal gut machen können, denke ich, bis zu den regulären Boxenstopps. So, wo gehen wir mal hin? Gehen wir zu Kurt Hassel rüber. Den haben wir hier, ja, hinter dem Lambo von Sascha Krupp. Mal sehen, wie lief es für ihn hier, 2 Positionen gewonnen. Ich mache mal Position Deltas kurz an für euch. Könnt ihr mal sehen, die ersten 5, da hat sich gar nichts getan. Sonst da vorne fast alle gewonnen. Klar, durch den einen oder anderen Ausrutscher. Oh, der Lambo jetzt ja auch ein bisschen unsauber durchgekommen durch die Schikane. Der Porsche kommt aber nicht so ganz vorbei. Reicht nicht ganz, reicht nicht ganz. Und der Audi dahinter natürlich auch schön dicht dran. Also keinen Fehler machen, sonst gehen da mal gleich 1, 2 Autos vorbei hier. Ja, ansonsten sehen wir Pierre Mayer, wie gesagt, durch die DDT natürlich ordentlich nach hinten gespült worden. Peter Mayer da mit einem kleinen Ausflug und Schafhauser, der bereits in der Box war mit 6 Positionsverlusten. Ist also noch nicht so ganz boxenstoppbereinigt hier. Also einiges los auf der Strecke. Ich hoffe, das bleibt so. Bis zu den Boxenstopps, denke ich, wird es auf jeden Fall so bleiben. Danach müssen wir mal schauen. Denn da ja, entwickeln sich plötzlich dann 2 Kämpfe, die man gar nicht erwartet hat. Oder irgendwelche 2, 3 Kämpfe haben sich einfach aufgelöst durch die verschiedenen Boxenstopp-Zeiten. Denn manche ja, fahren ein bisschen schneller in die Box. Manche ein bisschen oder bremsen ein bisschen später. Manche sind da vorsichtiger, andere weniger. Also mal gucken. Eine DT haben wir ja bereits schon aus dem Qualifying. Und wie gesagt, Hillegeist auf der 3, Position 8, 13 und 22 haben noch 5 Sekunden Strafen. Also da könnte sich dann auch noch natürlich ein bisschen was ändern nach den Boxenstopps. So, bleiben wir da mal ein bisschen drauf hier, würde ich sagen. Fahren vielleicht mal ein bisschen Porsche mit, schauen mal, ob er sich den Lambo schnappen kann, der da so ein bisschen weit rauskommt. Das war aber noch nicht so entscheidend, da dürfte er nicht so viel verloren haben. Mal sehen, wie viel Curb der Kurt Hassel jetzt hier durch die Schikane mitnimmt. Erster Körb sieht gut aus, zweiten lässt er fast aus, aber auch hier der Lambo wieder relativ unsicher. Also das dürfte hier gleich interessant werden, denke ich. Kurt Hassel, nee Quatsch, Chris Toske dahinter, der guckt natürlich, hofft, dass hier was passiert, damit er da profitieren kann. Da hinten sehen wir Marcel Lang, der holt hier stetig auf, der war ja an Dani Daniela vorbeigegangen, genau in der Schikane da hinten. Und der ja, wird da jetzt auch wahrscheinlich näher und näher kommen. Könnte sein, dass wir hier gleich ein Vierer-Grüppchen haben.
Wir müssen mal gleich wieder ein bisschen nach vorne gehen. 5, 6, 7 da auch ganz, ganz dicht zusammen. Aber wir gucken noch mal kurz vielleicht die Runde zu Ende. Mal sehen, ob es hier einen Angriff gibt. Der Porsche hier auf der Innenseite schaut. Reicht aber auch noch nicht so ganz. Mal sehen, vielleicht kriegt er ja einen besseren Exit raus. Dann kann er sich hier den Lambo schnappen, der hier auch mit einem kleinen Quersteher rübergeht. Nutzt ja auch nicht die ganze Streckenbreite. Also ab in den Windschatten. Die gerade ist aber nicht sonderlich lang. Also das wird wahrscheinlich auch noch nicht. Aber da hinten sehen wir die nächsten Autos, die natürlich nahekommen. Oh, da wollte er fast reinhalten. Sah zumindest aus der Perspektive aus. Also ganz, ganz spannende Sache. Wir gehen aber ganz kurz mal einen Tick nach vorne. Piebeck, Alisch, Müller haben wir hier. Witzmann, das ist der BMW hier vorne. Auch hier eine schöne Gruppe. Gucken wir mal. Alisch, genau, der greift jetzt hier den Piebeck an. Mehr oder weniger. Macht sich auf jeden Fall mal bemerkbar. Eieiei, das dicke Schiff hier jagt den kleinen Porsche. Oh, der Porsche bleibt auf der rechten Seite, jetzt zieht er wieder zu. Dachte kurz, der BMW kann auf die Innenseite gehen, aber er bremst sich quasi nur ran. Wir fahren mal hinten drauf auf den Porsche. Ah, da hat der BMW zu viel Körb mitgenommen. Schade, das hat auf jeden Fall Geschwindigkeit gekostet, wie wir sehen. Daher kein Angriff, sonst hätte er da sicherlich vielleicht mal einen Angriff setzen können hier in der Haarnadelkurve. Hier kann der Porsche natürlich schön spät bremsen. Ja, und dahinter sehen wir Müller, der gerät da langsam unter Druck vielleicht. Philipp Noack haben wir hier. Chris Schneider dahinter. Und dahinter, ja, ein bisschen größere Lücken. Hier sehen wir den Lexus. Lukas Hunter dahinter wird gerade von Weinzettel gejagt oder immer noch gejagt. Also da tut sich auch nichts in der Region. Der Audi bleibt da zwischen dem Lexus und dem AMG aktuell. Jetzt muss er aber eher nach hinten schauen, wie wir sehen. AMG macht dort auch ganz gut Druck. Ja, versucht das jetzt hier schon. Mal schauen, oder bleibt er im Windschatten? Nee, das reicht noch nicht ganz. Bleibt erstmal dahinter. Ah, jetzt hier mit mehr Schwung vielleicht durch die Rechtskurven. Also der Audi muss da auf jeden Fall ordentlich verteidigen. Wir fahren auch hier mal kurz mit. Während wir gleich wieder nach vorne gehen, denn Behnke ist gerade an Hussfeld direkt dran. Warten wir mal kurz ab, ob der AMG hier mit mehr Schwung durch die Rechtskurve kommt. Richtung Schikane. Ben Utzer auf der 20, der McLaren jetzt in die Box reingefahren. Gut, wundert uns nicht. Der hat ja auch einen ordentlichen Einschlag. So, aber auch hier reicht's nicht. Jetzt bei Schneider los. Nix los. Ja, kann sich hier noch weiterhin verteidigen. Luft wird aber gefühlt dünner und dünner. Also einige Zweikämpfe. Gehen wir kurz nach vorne. Alisch immer noch am Porsche dran. Und hier der AMG, den haben wir gerade gesehen. Und Hassel dahinter am Lambo. Ja, ich sag ja, das staut sich so ein bisschen hinter den Lambo gerade zusammen. Also da werden einige dahinter Hoffnung haben, dass sie spätestens durch den Boxenstopp vielleicht vorbeikommen und dann vor dem Lamborghini aus der Box kommen, um dann ja mit möglichst freier Fahrt dann nach vorne weiterzukommen. Hier geht es immer noch um ein ja, paar Pünktchen hier hinten. Da wird man sicherlich interessiert sein, vor allem wenn man im Mittelfeld unterwegs ist in der Gesamtwertung. Da machen zwei, drei Punkte doch mal was aus. Punkte, genau, Punkte. Oh, der Audi da musste leicht ausweichen. Zoske war das hier und da kriegt er von hinten einen mit. Klar, der musste da ein bisschen langsamer machen, weil er da ein kleines bisschen überschossen hatte. Hat vom Messer lang da nochmal einen netten Gruß von hinten bekommen. Hoffen wir, dass der Schaden nicht zu groß ist. Also, kennt jeder von uns. Kleiner Stupser macht manchmal 20 Sekunden Schaden und manchmal ein größerer Crash nur irgendwie 3 Sekunden. Hoffen wir, dass sich das nicht allzu sehr auswirkt hier aus Fahrverhalten. So, Alisch, was kann er jetzt hier noch rausholen? Pielberg, er wieder hier auf der Innenseite geguckt. Aber findet noch keinen Weg vorbei. Gucken wir mal ganz kurz vorne. Also die ersten drei fahren da unter sich. Witzmann auf der 4 kommt da aktuell nicht hinterher. Podium bleibt also, wie gesagt, hier unter dem Porsche, dem Audi und dem BMW. Also Behnke bleibt hier auf jeden Fall dran. Hillegeist, ja, muss jetzt auch nicht super abreißen lassen. Immer noch so 1,5 Sekunden. Bleibt relativ konstant dahinter hier. Genau, klebt dich dran an Behnke. Das dürfte auf jeden Fall nach den Boxenstopps oder während der Boxenstoppphase interessant werden. Denn die 1-2 Sekunden, die kann man auch mal beim Boxenstopp gewinnen oder verlieren. Ja, gute Nachricht ist auf jeden Fall, dass wir noch alle Autos am Start haben oder auf der Strecke haben. Alle 23 hier. Zwei Autos haben wir bereits in der Box gesehen, beziehungsweise nicht gesehen. Aber hier sehen wir den McLaren, der in der Box war. Und der Aston Martin von Tim Schafhauser, der bereits auch einmal zum Tanken und zum Reifenwechsel drin war. Ja, hat dementsprechend natürlich viel, viel freie Fahrt gerade. Wird aber, denke ich mal, im Laufe des Rennens noch den ein oder anderen, ja, als Gesellschaft bekommen. So, wo gehen wir denn mal hin? In den Top 10 ist es relativ eng. Hustle jetzt. Oh Mann, da staut es wirklich ein bisschen auf hinter dem Lambo. Da hinten sehen wir Daniel Daniela inzwischen auch schon rangefahren.
Das ist der Aston Martin, der blaue da hinten. Der Bestplatzierte, momentan zumindest, ist wie gesagt nicht ganz Boxenstopp bereinigt. Und Zoske mit einer gelben Flagge kam hier irgendwo zu weit raus. Kurve 1 später, Apex. Und dann kam ihm das weg, das haben wir heute schon mal gesehen hier. Nur mit dem Unterschied, dass er zum Glück nicht einschlägt. Auch Daniela sehen wir hier. Die Aston Martin-Pilotin hier jetzt vorbeigegangen. Zoske muss sich dahinter jetzt einreihen. Damit eine Position insgesamt verloren. Ist jetzt hier quasi am Ende dieses Feldes. Beziehungsweise, ja, der McLaren dahinter ist ja eine Runde zurück. Der war ja bereits in der Box. Das ist keine Position. Und jetzt ist der Lambo abgeflogen. Das war nämlich ja quasi der Lokführer hier. Und das war zu viel Curb. Und damit die 63 hier leider off-track gegangen. Und dreht hier nochmal eine halbe Pirouette. Und wird jetzt seinerseits hier durch den ganzen Zug geschleust. Hinter Patrick Gonzalez. Ja, so schnell kann es hier gehen. Damit haben wir, ja, Marcel Lang mehr oder weniger als Lokführer jetzt hier. Dann Daniela dahinter auf der 15 hat auch, einiges an Position jetzt wieder natürlich gewonnen, dadurch die zwei Unfälle oder Ausritte vielmehr. 6 Positionen gewonnen. Aber wir sehen hier Chris Zoske, der jetzt hier schön dranhängt. Mal sehen, ob er schon hier in der letzten Schikane angreifen kann. Während es vorne auch schon wieder sehr, sehr interessant wird anscheinend. Zumindest was der Abstand so hergibt. Oh, Hillegeist 2,8 Sekunden. Letzte Runde war ein ganzes Stück langsamer, das heißt ein ganzes Stück, aber doch 6-7 Zehntel da hinten der BMW. Vielleicht war da ein kleiner Fahrfehler drin. Also kann er hier aus der Ferne beobachten, was hier vorne passiert. Aber wir sehen, da passiert nicht viel, die fahren hier hintereinander her. Aber mal sehen, spätestens in den letzten Runden wird es sicherlich nochmal Angriffsversuche geben, wenn es so bleiben sollte. Noch ist ein bisschen Zeit hier, wirklich sich die Gegner zurechtzulegen, auszugucken, wo kann man vielleicht angreifen, wo hat er seine Stärken, wo hat er seine Schwächen. Aber noch tut sich hier nichts direkt. So, Philipp Nowak, der da vorhin ja die relativ große Lücke vor sich hatte zu den ersten 7, hat jetzt auf jeden Fall mal die nächste Position vor sich. Daniel Müller ist das nämlich. Das ist der Porsche hier unten. Und Pierre Meyer müsste sich gerade den Live geschnappt haben. Ja, da war schon irgendwo passiert. Da unten sehen wir den Lambo. Der, denke ich, auch weiterfahren dürfte. Hatte ja keinen Einschlag da mit der Wand. Also, Pierre Meyer zumindest schon mal wieder auf der 19. Aber wie gesagt, der muss ja auch nochmal in die Box. Das wird also, ja, eine große Aufgabe, heute nochmal in die Punkte reinzukommen. Und wenn, dann werden es auch leider nicht viele sein, fürchte ich. So, wir fahren mal Führenden mal mit. Schau mal, ob es vielleicht doch schon vor den Boxenstopps die Angriffe gibt. 39 Minuten haben wir noch vor uns. Ein Tick kühler geworden tatsächlich. Gut, wir gehen auch in den Abend hinein. Sehr, sehr bewölkt. Wir sehen keine Sonne. Also ganz gute Bedingungen hier zum Fahren. Schnellste Runde 28.0 immer noch von Corbin Behnke, den wir hier gerade sehen im Audi. Busfeld mit einer 28.1, Hillegeist auf der 3 mit einer 28.1. Ja, danach die schnellsten Runden sind dann doch gutes Stück langsamer, muss man sagen. 28 Mitte hoch vielleicht noch, aber eher 29er dann nochmal. Aber wir sehen es ja auch, Platz 4 inzwischen schon 6 Sekunden weg. Abstand wird da doch deutlich größer. Können wir mal kurz auf Position 4 gehen. Witzmann ist das, der hat noch den Pielberg hinter sich. Ansonsten erstmal, ja, keinen direkten Druck. Aber klar, einen Fehler darf er sich auch nicht erlauben. So, also Peter Meyer, kurz weiße Flagge gehabt. So, Webcam hat dort auch nicht so Bock. Schon kriselig das Bild. Ja, aber doch ein recht sauberes Rennen. Also wenn da jemand off-track war, dann war es meistens selbst verschuldet. Also, dass da heute einer einen abgeschossen hat, haben wir heute noch nicht so wirklich gesehen. Den kleinen Schubser da vom BMW. War das Marcel Lang? Weiß ich gar nicht. Wer war denn das? Egal. Was wir gesehen haben in der letzten Schikane, da kann man dem BMW jetzt auch keinen Vorwurf machen. Wie gesagt, hoffen wir mal, dass der Schaden nicht allzu groß ist. So, sehen wir noch einen Angriff vor dem Boxenstopp? Das ist die Frage. Wir werden immer wieder drauf zurückkommen. Wir gehen mal ein bisschen hier durch. Das haben wir, Witzmann Pielberg haben wir gesehen, 1,4 Sekunden. Dahinter haben wir Benedikt Ahlisch. Der bringt hier nochmal einige Autos mit. Die sind hier so eine Sekunde bis zwei Sekunden auseinander. Also jetzt momentan auch nicht in direkter Angriffsdistanz. Weinzettel haben wir den AMG immer noch an Hunter dran. Nicht vorbeigekommen. Davor immer noch der Lexus von Bartel. Zoske, Dani, Daniela haben wir hier. Ah, jetzt kommt sie ein bisschen zu weit raus. Auto verliert sie zum Glück nicht. Das ist die gute Nachricht.
Aber kann sich hier aktuell so ein bisschen absetzen, habe ich das Gefühl, von Soske. Also einen direkten Angriff haben wir noch nicht gesehen. Und dahinter gab es einen Unfall zwischen Pierre Meyer und Sascha Krupp. Wir gucken mal kurz. Pierre Meyer hier im Audi geht da auf die Innenseite und da gibt es die leichte Berührung. Und ja, beide drehen sich jetzt hier raus. Eieiei, eingebrauchtes Rennen für Pierre Meyer hier, würde ich sagen. Aber auch für Krupp, der keinen Bock mehr hat anscheinend, ist vom Server gegangen. Oh, jetzt verliert er hier fast noch das Auto. Ja, für Krupp auch ein gebrauchtes Rennen, wollte ich sagen. Jetzt sehen wir es, ist nicht mehr auf dem Server drauf. Also der Lamborghini leider. Ja, ausgeschieden aus dem Rennen. Wird also die letzte Position heute hier bekleiden. Position 23 leider für den Sascha. Ja, dann gehen wir wieder nach vorne. 0,4 Sekunden. Klingt sehr eng, ist sehr eng. Aber fahren dann doch eher hintereinander als nebeneinander. Gut, wenn die Pace sehr, sehr ähnlich ist, dann ist es auch relativ schwierig zu überholen, wenn der Vordermann keinen Fehler macht. Einen großen Fehler haben wir vom Likusfeld heute noch nicht gesehen hier. Aber mal sehen, Rennen ist noch über eine halbe Stunde lang. Konzentration muss natürlich hochgehalten werden. Wir gehen dabei mal wieder zum AMG. Jetzt hängt er doch direkt ran an Hunter. Der muss hier auch schon relativ mittig fahren. Deutet auf jeden Fall mal an, dass er hier verteidigen will. Aber, ja, muss er noch nicht so richtig. Der AMG kann jetzt hier noch nicht vorbeiziehen, irgendwie da daneben gehen. Oh, der Audi kommt da sehr gut durch die Schikane. Also der Abstand jetzt gerade wieder größer geworden auf einmal. Obwohl der AMG eigentlich mit den, oder das Auto eigentlich ganz gut durch die Schikane kommen sollte. Wir gucken kurz auf die siebte Position. Daniel Müller haben wir hier hinter Benedikt Ahlisch. Das müsste diese Gruppe von vorhin gewesen sein. Genau, hier vorne sehen wir nämlich die beiden anderen Teamkollegen, der BMW, der Porsche von Pielberg und da der BMW, der Porsche. Also die beiden Autos hier, die beiden Paare sozusagen, haben sich ein bisschen auseinandergelebt. Und jetzt sehen wir Benedikt Ahlisch auch in die Box fahren. Und gucken mal kurz hier bei Binke rein. Ah, kein Angriff. Ich habe immer Angst, dass wir was verpassen. Und Hunter kommt ebenfalls rein. Ja, wir gehen langsam auf die Halbzeit zu. Jetzt hier schön, ja, früh den Pit-Limit da drücken oder rechtzeitig vielmehr. Hoffentlich hat das funktioniert, damit man sich hier keine Strafe holt. Ja, gibt ja einige Autos, die noch eine 5-Sekunden-Strafe drauf haben. Wille Geister vorne unter anderem. Noack auf der 7 und Lukas Hunter, den wir gerade gesehen haben, auf der 13. Die werden also alle nochmal 5 Sekunden extra stehen müssen. So, Soske jetzt gegen Dani Daniela. Außenrum Kurve 1 hat nicht ganz funktioniert. Weil sie aber schon mal auf der Geraden daneben war. Jetzt muss sie sich hier auf jeden Fall mal ordentlich verteidigen. Wir steigen mal ein. Position 13 aktuell. Boxstopp bereinigt, sollte sie eigentlich auch einiges an Position gewonnen haben. Mal sehen. Wie gesagt, noch keine Punkte geholt diese Saison. Vielleicht wird es ja heute was. Sind nicht ganz so viele Autos dabei. Also hat man relativ gute Chancen, in die Punkte zu fahren. Bisschen mehr als eine Handvoll wird heute leer ausgehen. Aber erstmal hat sie den Audi-Piloten hier hinter sich halten können. Mal gucken, wann es in die Box reingeht. Und vor allem, wann geht es hier vorne in die Box rein. Pierre Meyer schon wieder mit der gelben Flagge unterwegs. Oh, da schießt der Corbin Binker aber vorbei. Hat aber funktioniert. Klar, der will jetzt hier natürlich alles rausholen in der Boxeneinfahrt. Das könnte entscheidend sein für nachher. Mal gucken, wann Husfeld reinkommt. Der bleibt erstmal draußen hier. Mal gucken, Hillegeist bleibt auch draußen. Mal gucken, Platz 4, 5 bleiben alle noch weiterhin auf der Strecke. Also, jetzt wird es langsam spannend. Wo kommen sie alle nachher raus, wenn sie reingekommen sind? Und vor allem, wer bleibt wie lange draußen? Natürlich die Frage. So, gehen wir aber Schneider. BMW gegen BMW. Genau, Noack ist das davor. Das ist der 99er BMW hier. Na, jetzt kommt die Sonne doch so ein bisschen raus. Wir sehen es hier auf der Strecke, auch in der Wetter-App sehen wir es. Wird noch mal ein bisschen sonnig. Mal ein ganz romantischer Abend hier. Während wir Müller, Binke, Soske und Pierre Meyer, der, glaube ich, hat er abgestellt, zumindest rot hinterlegt, in der Box sind. Ja, wie gesagt, das Rennen, das fing Qualifying schon an, dass das schlecht lief. Haben wir an der Stelle gesehen, wie er da mit dem Lamborghini kollidiert ist, Front an Front. Also, damit haben wir noch voraussichtlich 21 Fahrzeuge hier aktiv auf der Strecke. Ganz vorne wird es auf jeden Fall spannend oder bleibt es weiterhin spannend. Abstände sehr, sehr klein. Momentan ein bisschen auseinandergezogen, dadurch die Boxenstopps. Aber wir haben noch den Zweikampf hier um Position 5 aktuell. Mal sehen, jetzt muss man hier verteidigen auf der Innenseite. Noack, jetzt ist die Frage, überschießt er? Dann könnte Chris Schneider auf der Innenseite vorbeigehen. Nein, kann die Linie schön dicht halten. Hier schön eng halten, dass der BMW dahinter nicht mit mehr Schwung aus der Kurve kommt. Sehr, sehr gut gemacht hier von Philipp Noack.
Damit kann er seine Position 5 aktuell auf jeden Fall behalten. Mal sehen, fährt hier einer in die Box rein. Ne, hier bleiben beide draußen. Und Pieberg hat hier das Auto in der letzten Schikane verloren. Ups, ein bisschen zu viel Körb mitgenommen. Und da dreht er sich so leicht ein. Damit da gut sehen wir den Zweikampf der beiden BMWs, die wir gerade gesehen haben. Und da sehen wir sie direkt dahinter. Also schönes Dreierpäckchen, was wir hier gerade sehen. So schnell kann es gehen. Wie gesagt, ein Fehler. Und dann sind die nächsten Positionen direkt dran oder vielleicht sogar vorbei. So, Zoske gelbe Flagge, dürfte aber eher die Boxenausfahrt sein, nehme ich mal an. Ja, ist hier unterwegs. So, Marcel Lang in der Box. Hillegeist auch in der Box, der Drittplatzierte. Husfeld Witzmann offenbar immer noch draußen geblieben. Und GameDog, danke für dein Follow, herzlich willkommen. Und Lenzel dir natürlich auch. Und Grabber und Stifler, auch danke euch, falls ich euch noch nicht erwähnt haben sollte. Herzlich willkommen und viel Spaß. Ja, also Halbzeit haben wir hinter uns. Das heißt, die Boxjobs werden mehr und mehr werden. Wir sehen es ja links auch schon. Gefühlt die Hälfte des Feldes war schon so gut wie drin. Gut, sind noch nicht so viele Autos. Das heißt, ja, ich denke, in wenigen Minuten werden wir ein Boxjob-bereinigtes Feld haben. Und wir sehen den Führenden reinfahren. Auch der guckt natürlich, dass er hier alles rausholt, was geht. Gucken wir gleich mal, wo er wieder auf die Strecke kommt. Solange bleiben wir mal bei dem Dreierpäckchen hier, die ja auch schon noch alle rein müssen. Oh, das hat nicht gepasst. Jetzt hat er hier noch den Noack abgeräumt, als er in die Boxengasse reinfahren wollte. Eieiei. Eieiei. Da haben wir es gerade noch gesehen. Oh Mann, das ist eine super unglücklich hier. Oh Mann, nochmal schön Schaden geholt. Ja, jetzt muss er sowieso in die Box. Wir sehen es hier. Der Lexus da vorne geht rein. Da vorne noch ein BMW. Der AMG von Weinzettel geht rein. Das müssen wir mal gucken, wo es Husfeld. Der steht hier noch. Wo ist Hillegeist? Der müsste auch schon wieder draußen sein. Ja, der ist auch schon wieder draußen. Behnke ist auf jeden Fall vor dem BMW geblieben. Das ist schon mal die erste Erkenntnis hier nach dem Boxenstopp. Also Behnke erstmal vor dem BMW von Hillegeist geblieben. Jetzt ist die Frage, wo Husfeld rauskommt. Jetzt gehen sie gleich Richtung letzte Schikane. Müssen wir uns noch einen Moment gedulden, dann werden wir es gleich nochmal sehen. So, wo ist er denn? Wo ist er denn? Da kommt er jetzt aus der Box raus. Gehen wir in die Heli-Perspektive. Vielleicht sehen wir da unten am Rand ja die anderen beiden. Gucken, wo die vorbeikommen oder ob sie nicht vorbeikommen. Der Porsche hier bleibt auf jeden Fall erstmal auf der davor, würde ich sagen. Ja, deutlich sogar. Behnke kommt jetzt hier erst aus der ersten Kurve raus. Hillegeist und Husfeld, der ist schon, ja, fast eine Kurve weiter vorne, würde ich mal sagen. Der Abstand dürfte deutlich größer geworden sein. Also 7 Sekunden haben wir jetzt dazwischen, zwischen 1 und 2. Hillegeist 1,3 Sekunden an Behnke dran. Ich weiß nicht, ob hatte Behnke auch eine Strafe? Der stand auch relativ lange. Hillegeist hatte ja die 5 Sekunden auf jeden Fall. Daher könnten die Abstände auf jeden Fall kommen. Also ganz vorne jetzt aktuell nicht super spannend. 2 und 3 aber schön dicht zusammen. Witzmann Pielberg vorne jetzt rein. Damit fehle noch der Kurt Hassel. Den sehen wir gerade auf der Startzielgeraden. Patrick Donzalas, den haben wir hier auf der momentan 4. Und Linz Live auf der 5 muss auch noch rein. Genauso wie Daniela aktuell auf der 13. Position. Wobei, nein, falsch, sie war drin. Ich habe was in der Einstellung falsch gemacht. Warte mal, kriege ich das noch manuell raus? Die war auch schon drin. Na, schade, kriege ich nicht mal raus. Egal. Also Daniela war auch drin, damit die ersten drei, die noch rein müssen. So, gehen wir kurz zu Lukas Hunter rüber. Mal sehen, wie die sind da so. Auf der 15 unterwegs. Ist auf jeden Fall hinter dem Lexus. Wo ist der, AMG? Auf der 11. Der müsste auch vorbeigekommen sein. Herr Hunter hatte, glaube ich, auch eine Strafe, deswegen. Der war ja da zwischen dem Lexus und dem AMG eingeklemmt. Jetzt muss er mal gucken, ob er hier vorbeikommt am Noack. An der 99. Ja, noch nicht so ganz gereicht hier in der letzten Kurve. Aber ein schöner Zweikampf, den wir sehen. Ist auch Boxenstopp rein, nicht alles. Auch dann Daniela davor natürlich. Die, ja, könnte vielleicht nochmal Besuch von hinten bekommen von dem Zweikampf hier. Also ein paar neue Paarungen und Dreikämpfe, die wir hier gerade sehen, durch die Strafen vor allem. Ich hoffe, dass jetzt keiner sich beim Boxenstopp eine Strafe geholt hat. Oh, Schneider auf der 17 in der Box mit einer DT gerade. Denke mal, das war wahrscheinlich zu schnell in der Box oder Katz, je nachdem.
So, mal sehen. Daniel Janela könnte vielleicht davon noch profitieren, dass Lucas Hunter hier den BMW angreift und damit ein bisschen Zeit von der Uhr nimmt, dass sie da wieder ein bisschen wegfahren kann. Ist die Frage, ob sie sich dann auf der Position da halten kann. Position 13. Auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Ergebnis aktuell für sie. So, DT jetzt geklärt hier von Chris Schneider auf der 19. Position. Peter Meyer ist das. Peter Meyer, glaube ich, auch runter, wenn ich das gerade richtig sehe. Ja, 221 Autos jetzt nur noch auch auf dem Server. So, Kurt Hassel ist reingefahren. Der Lenz bleibt draußen und der Patrick Gonzalez ebenfalls noch draußen. Das sind noch die letzten beiden, die rein müssen. Damit haben wir überall woanders, Boxenstopp bereinigte Duelle. Wir bleiben erstmal hier. Oh, Daniela da mit einem kleinen Quersteher, wie es aussah am Exit. Damit gehen zwei Autos vorbei. Gehe ich mal von aus, dass das ein Quersteher war. Wir gehen mal kurz zurück. Ach, schade, haben wir nicht mehr gesehen. Ja, passiert da mal ganz schnell. Aber da sehen wir Lucas Hunter und Philipp Noack, wie die sich jeweils eine Position schnappen können. Und Lucas Hunter, ja, der guckt natürlich, dass er direkt gleich am BMW vorbeikommt. Das wären einfach mal zwei Positionsgewinne in der Runde gewesen. Ja, da soll ich mal raufgehen. Reicht hier noch nicht so ganz. Erste Kurve ist relativ verlockend. Wie gesagt, später Apex. Das heißt, normalerweise fährt man da relativ weit lange außen. Während da gerade einer aus der Box rauskam. Kurt Hassel müsste das gewesen sein. Der klemmt sich mal hier dran ans Dreierpack. Beziehungsweise vor Daniela hat er sich noch geklemmt. Also da hat es gerade so gereicht. Hier mit seinen noch kalten Reifen. Mal gucken, ob Dani da jetzt angreifen kann. Das ist natürlich eine gute Chance. Sie hat natürlich deutlich besseren Grip. Die ist ja schon ein bisschen länger draußen jetzt wieder. Ja, ich gehe mal davon aus, dass der eine BMW noch eine Strafe bekommen wird für die Aktion in der Boxeneinfahrt. Das war ja doch recht rabiat, muss man sagen. Während Patrick Gonzalez vorne auf der 1 jetzt in die Box rein ist, damit fehlt nur noch der Porsche auf der 2. Ja, also fast alle hier ungefähr zur Hälfte reingefahren. Ist erstmal provisorisch der Führende. So, Binke Hillegeist, 4 und 5 aktuell gelistet, 2,3 Sekunden. Der Abstand da jetzt wieder ein Tick größer geworden. Ja, schade. Ist jetzt nicht ganz so spannend vorne, wie es am Anfang aussah. Aber naja, wir haben noch 24 Minuten. Mal gucken, wer da wem noch aufholen kann. Wir haben hier hinten ganz gut Action da. Position 12, Philipp Noack. Der hier sich gegen Lucas Hunter mit allem, was er hat, wehren muss. Wir sehen es, er bleibt hier auf der Innenseite. Dahinter haben wir 1, 2, 3 Autos, die da natürlich lauern und natürlich hier auch irgendwie profitieren wollen, wenn es geht. So, da trifft der Linie nicht ganz, rutscht er leicht weg. Dann müsste Lucas Hunter eigentlich vorbeikommen. Zumindest mal daneben. Die Nase hat er leicht vorne. Aber die Außenseite jetzt. Ah, ist aber vorbeigekommen, hat also ein paar km/h mehr hier auf der Uhr. Geht damit am BMW vorbei. Ja, jetzt hat er ein bisschen freie Fahrt. 8 Sekunden zur nächsten. Zu Nummer 17, Phil Bartel ist das, der Lexus. Genau, hinter dem war er vorhin ja auch noch. Und dahinter staut es gerade ganz gut auf. Ja, Müller-Alisch haben wir auf der 6-7 auch noch ganz dicht zusammen. Aber bleiben erstmal hier, würde ich sagen. Während Nick Husfeld, ja, sich Position 1 nähert. Die sich da aber, denke ich mal, nicht groß werden wird. Der muss ja nochmal in die Box. Oh, was für ein kleiner Quersteher da von Noack. Absolut am Limit unterwegs hier gerade. Denn, ja, die nächsten drücken, wie gesagt, der Porsche, Aston Martin, BMW. Schöner Markenmix, den wir sehen. Da vorne noch ein Audi. Schöne, schöne Gruppe, die wir hier haben. So, Lenz Live jetzt auch in die Box rein. Sehr schön, dann können wir nämlich die Boxstops einmal ausmachen. Damit haben wir gleich ein Boxstop-bereinigtes Feld, wenn der Lenz aus der Box rauskommt. Oh, so war Kurt Hasse los. Der schießt ja einmal quer durch die Schikane. Können wir von Glück reden, dass er da keinen getroffen hat. Oder hat er denn einen mitbekommen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ah, nee, Daniela hat ihn angeschoben, so rum. Eieiei, das dürfte auch nochmal eine Strafe geben, denke ich mal. Ja, bisschen was hinten drauf bekommen, das beim Porsche sowieso nicht so geil. Und natürlich jetzt hier ein bisschen was an Position verloren. Daniela verliert jetzt hier eine Position gegen den BMW. Marcel Lang geht jetzt hier, ja, mal wieder vorbei, würde ich fast behaupten. Ich meine, im ersten Stint ist er schon mal an Daniela vorbeigegangen. Ich gucke nochmal, ob er sich irgendwie hier wehren kann. Zu zweit geht es hier in die Schikane rein, aber Exit, da kann sich der BMW durchsetzen und geht damit auf die 13. Position. Also in der Gruppe gerade einiges los, da vorne... natürlich konnten die so ein bisschen jetzt wegfahren. Lucas Hunter vom BMW ein bisschen weg. Der BMW natürlich hier von den anderen weg. Lang und Daniela jetzt hier noch hintereinander. Mal gucken, ob Marcel Lang sich da jetzt auch absetzen kann. Wir gehen mal kurz hier zu Alisch und Müller rüber. 0,5 Sekunden. Zwischen 5 und 6 haben wir hier. Ja, vorne die Abstände seht ihr selber. Doch relativ groß jetzt verhältnismäßig. Ich glaube, mein Alert geht nicht. Ich muss wohl mein Twitch neu verbinden, deswegen kann sein, dass der Alert nicht funktioniert gerade. Sorry. Nee, warte, ich weiß woran. Ich hab, warte.
Oh, scheiße, geht jetzt schnell hin. Ne, ich habe eine andere Szenensammlung natürlich hier für die Community. Und deswegen habe ich den, die Audioquelle noch nicht eingefügt. Ich weiß gar nicht, ob ich das so schnell hinbekomme. Mist, Mist, Mist. Ja, die habe ich erst vor ein paar Tagen eingeführt, das eingefädelt hier. Deswegen habe ich noch nicht überall eingeordnet. So, ich hoffe, ich verpasse jetzt hier nichts. Ich gucke mal, ob ich das hier on fly hinbekomme. Warte. Zum Syndicate, moin moin. So, warte. Ja, wo war denn das? Ah, Mann. Ach, muss ich nachher machen. Sorry. Aber gut, dann wissen wir das jetzt noch. So, also wir sehen hier schön Zweikampf zwischen 5 und 6. Und 12, 13, 14. Mal gucken, wie sich da entwickelt. Ob Kurt Hassel da Daniel Janila jetzt gleich nochmal angreifen wird. Ist auf jeden Fall 0,8 Sekunden dran. Gucken wir mal ganz kurz. Hier sehen wir den Porsche. Der jagt hier den Aston Martin. Hier jagt auch ein Porsche, aber ein BMW. Ne, Jonas, funktioniert gerade nicht. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das eingestellt habe. So ein Problem. Wo war denn das? Warte mal. Oh, lockt euch doch ein. Ja. Da. Nee, warte. Oh, ich will eigentlich kommentieren, aber ich will auch die Sound Alerts machen. was brauche ich denn? Browserquelle? Ach, verdammt. Nee, sorry, kann ich jetzt nicht so schnell machen. Ja, das Ding ist, ich muss ja bei jeder Szenensammlung die Quellen immer alle wieder einfügen. Ich habe das in einer anderen Szenensammlung drin, aber in der leider nicht. So ein Mist. So, jetzt sehen wir aber hier Noak. Der denkt sich auch Mist, denn der Marcel Lang ist direkt dran. Hier die beiden BMWs. Ich weiß gar nicht, wann das die beiden, die da kollidiert waren. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, auf jeden Fall sehen wir Marcel Lang jetzt auf der Innenseite Richtung letzte Schikane. Kann sich daneben bremsen. Aber hier auf der rechten Seite jetzt wieder Ausgang. Haben wir vielleicht einen kleinen Vorteil. Außerdem, man kann außen den Schwung mitnehmen. Das ist der Fall hier. Marcel Lang jetzt hier auf der Innenseite auf jeden Fall für Kurve 1. Ist auf jeden Fall schon daneben. Nase leicht vorne, sagt die Anzeige. Peter Mayer irgendwo mit einer gelben Flagge. Oh, das ist Kurve 1. Den müssten wir jetzt hier sehen. Aber Marcel Lang geht hier erstmal vorbei. Nimmt da relativ viel Curb mit. Da links sehen wir gerade den Honda noch von Peter Mayer. Steht da sehr weit abseits von der Strecke. Und damit haben wir den Positionswechsel zwischen 11 und 12 hier. So, Daniel Müller immer noch an Alisch dran. Noch nicht vorbeigekommen. Wir gucken kurz bei Hassel. Der müsste an Dani Daniele inzwischen auch vorbeigekommen sein. Ja, ist hier jetzt auf der 14. Position unterwegs. Ja, gucken wir mal, dahin hat sich's also relativ gut geordnet. Vorne ist es relativ unspannend geworden. Nick Kursfeld haben wir hier auf der 1. Dann haben wir Corbin Behnke auf der 2. Sieht ihn da am Hintergrund noch, oder am Horizont vielmehr. Hillegeist mit 4,3 Sekunden. Kann offenbar nicht ganz mithalten aktuell. Philipp Witzmann haben wir auf der 4. Dann haben wir auf der 5 Benedikt Alisch. Wie gesagt, wird hier gerade gejagt von Porsche. Daniel Müller auf der 6. Markus Pieberg dahinter, der nächste Porsche auf der 7. Thomas Weinzettel, der AMG, auch gut nach vorne gekommen. 6 Positionen gewonnen. Auf der 8. Position von der 14 gestartet. Phil Bartel haben wir dann auf der Position Nummer 9 im Lexus. Lukas Hunter auf der 10. Marcel Lang haben wir dahinter auf der 11.
Noack dahinter, der hat er gerade überholt, steht hier gerade, ja, unter Druck. Also Kurt Hassel, der ist hier gerade ganz gut unterwegs, würde jetzt gleich wieder auf seine Startposition fahren. Wir bleiben mal kurz drauf. Ob er hier mit mehr Schwung rauskommt, musste da ein bisschen vorsichtig machen, natürlich. Auf der Innenseite aus der letzten Schikane raus. Und mal gucken, ob er hier außenrum dagegen halten kann. Wie gesagt, wäre ganz gut. Danach kommen nur Rechtskurven. Muss aufpassen, nicht zu weit rauszukommen. Sieht gut aus, geht vorbei, Kurve 1. Damit haben wir ihn auf der 12 und Noack. Auf der 13 verliert jetzt hier, ja, schon wieder eine Position, muss man sagen. Dann haben wir Daniel Müller. Da bleiben wir mal drauf. Ja, sorry wegen den Alerts. Muss ich nachher mal überall einfügen wieder. Oh, bisschen weit rausgekommen. Nimmt da das Schild nochmal mit. Der ist gut motiviert. Klar, der hat einiges an Positionen. Gerade, nee, Quatsch, das war Kurt Hassel, sein Teamkollege. Aber der klickt natürlich hier an Arne Strand die ganze Zeit und will nochmal auf die fünfte Position gehen. Drei hat er schon gewonnen. Eine vierte, ja, würde ihm sicherlich gefallen. Viel weiter nach vorne wird es nicht unbedingt gehen. Weiß ich nicht. Abstände doch immer so 5-6 Sekunden. Hat sich gut aufgefächert da vorne. Irgendwann ist schon wieder vom Server gegangen inzwischen. 20 Autos nur noch auf der Strecke. Also wieder ein bisschen GT3-Schwund heute. Ich guck mal kurz, ob es inzwischen schon wieder Strafen gab. 5 Sekunden für Dani Daniela. Ja, das dürfte der Vorfall in der Rechts-Links-Rechts-Kurve gewesen sein, in der Schikane, als sie da den Porsche berührt hat. Den, war das Kurt Hassel? Ich meine ja. Müsste sein. Moin Lemon. So, also, warten wir mal den Zweikampf ab. Sonst hat sich das Feld doch jetzt schon recht beruhigt hier nach einer Dreiviertelstunde. 15 Minuten haben wir noch vor uns. Ja, mit Regen ist auch nicht mehr zu rechnen, dass nochmal ein bisschen was durcheinander würfeln könnte. Also, mal wieder ein, ja, relativ entspanntes, wettertechnisch entspanntes Trockenrennen, was wir hier haben. Ja, gucken wir mal Noack Hassel, was sich da noch tut auf der 12 und 13. Ansonsten bleiben wir erstmal hier. Und gucken mal, was sich hier so tut. Das nervt mich gerade mit den Alerts. Ich finde den scheiß Link für die Browser-Dings nicht, für die Browserquelle. Jetzt könnte ich das schnell machen. So, Daniel Müller. Das wird auf jeden Fall nochmal einer der Duelle sein, die interessant werden. Chris Soske auf der 15 sehe ich gerade 1, ein bisschen Sekunden hinter Dani Daniela. Ja, die verliert natürlich ohnehin 5 Sekunden. Das könnte nochmal sie aus den Punkten werfen, leider. Ist aktuell noch auf Punktekurs unterwegs. Soske kommt da relativ nah. Don Salas jetzt auch nochmal weitere 5 Sekunden, also 6, 7 Sekunden hinter ihr. Das könnte nochmal knapp werden gegen Ende. Also, ach, schade. Wird vielleicht nichts mit Punkten, aber mal gucken, vielleicht passiert hier vorne noch was. Jetzt geht's hier nämlich vorbei am Aston Martin. Nimmt hier sehr, sehr viel Körper mit. Wir fahren vielleicht bei Bennington alles mal einen Moment mit. Können vielleicht mal gucken, wo der Porsche hier aufholt. Dranbleiben scheint ja kein Problem zu sein. Ja, eine neue schnellste Runde haben wir jetzt auch schon lange nicht mehr gesehen. Gordon Behnke mit einer 28.0 immer noch die schnellste. War relativ früh im Rennen tatsächlich. Erste Viertelstunde, 20 Minuten, glaube ich. Ja, haben eigentlich fast alle gewechselt. Patrick Gonzalez auf der 16 hat keine Reifen gewechselt. Dani Daniela auf der 14 auch nicht. Also die fährt auch noch mit alten Schlappen rum. Das kommt auch noch dazu. Alle anderen wahrscheinlich gewechselt, außer da war irgendwo noch eine Strafe mit dabei oder schlecht gestoppt. Keine Ahnung. Aber die allermeisten dürften mit frischen Schlappen hier unterwegs sein. Ja, jetzt gucken wir mal. Den Zweikampf können wir uns hier zu Gemüte führen. Wobei, wie gesagt, Soske hier an den Aston Martin gut rankommt, die ja mit frischen, nicht frischen Schlappen unterwegs ist. Könnte also eine relativ schnelle Sache werden. Ne, die hat nicht gewechselt. Stand 27,5 Sekunden. Daher, ja, relativ stumpfe Waffen, würde ich mal sagen. Macht sich doch gut bemerkbar nach einer Stunde, Dreiviertelstunde, die wir jetzt rum haben. Aber gehen jetzt auf Alisch. Der ist auch froh, wenn er den Porsche hinterhalten sich kann. 12 Minuten noch. Moin Axel. Ah, der Porsche da aus dem Windschatten raus, aus der DTR ein bisschen zu weit rausgekommen. Damit der Abstand jetzt hier wieder ein Tick größer geworden. Und wir gehen deswegen zu Soske rüber. So, jetzt könnte es diese Runde passieren. Mal schauen, ob es Kurve 1 schon reicht. Ich behaupte mal eher nicht. Gucken wir mal. Guckt aber auf jeden Fall schon mal auf die Innenseite.
Ja, doch, Reich. Dani muss da außen bleiben. Traut sich nicht so ganz, auf die Innenseite zu gehen. Vielleicht auch die bessere Entscheidung. Und ja, guckt natürlich jetzt, ob sie hier vielleicht nochmal verteidigen kann. Aber weiß selber, das wird eher nichts mehr im Laufe des Rennens, da den Audi hinter sich zu halten. Heißt natürlich nicht, dass man das dem Audi unbedingt leicht machen muss. Vor allem, wenn er hier selber zu weit rauskommt. Also doch nicht so eine schnelle Nummer, wie ich jetzt gedacht hätte. Aber umso besser für uns, umso besser für Dani, umso schlechter für Chris. Mal sehen, Platz 15. Eine Position insgesamt gewonnen, Dani davor 7. Ja, so viele Positionen sind inzwischen ja auch nicht mehr dahinter. Haben ja bereits 3 Autos, die nicht mehr dabei sind. So, was macht der Porsche? Der hängt hier immer noch am BMW dran. Nachdem er da ein bisschen zu weit rausgekommen ist. Jetzt guckt er wieder, dass er ranfährt und angreifen kann. 11 Minuten sind es hier noch. Wir gucken mal kurz nach vorne. Da ist nämlich der Nick Hussfeld mit 6 Sekunden Vorsprung. Ja, kein Fehler machen hier. PWSM Racing, danke für deinen, für euren Raid. Hoffe, ihr hattet ein schönes Rennen heute. Auch immer wieder montags unterwegs hier. Herzlich willkommen allen natürlich. Ja, wir haben noch 10 Minuten. So ein bisschen Zeit versetzt. Fangen ja immer erst 20.10 Uhr an mit dem Qualifying. Passt ja ganz gut. Ja, und ja, ganz vorne tut sie nicht so viel. Wir haben hier bei 5 und 6 vor allem. Und 14, 15. Wieso habe ich die Boxenstopps eingeblendet? 14, 15 noch, die im Zweikampf sind. Alles andere momentan ganz gut geordnet inzwischen. War aber doch ein relativ sauberes Rennen. 1, 2 Schubser haben wir gesehen. Einige Ausflüge auch am Anfang vor allem. Leider auch 3 Autos verloren. Aber sonst hier doch ein sehr, sehr schönes Rennen auf dieser sehr engen alten Formel-1-Strecke. Sind hier ja früher gefahren, ich glaube in den 70ern oder so. So, springen wir mal ein bisschen hinterher. Hin und her, nicht hinterher. Hinterher fährt der Chris Soske nämlich dem Aston Martin hier. Wollen wir mal wieder mitfahren. 10 Minuten noch. Ja, 10 Minuten können einem kurz vorkommen oder auch relativ lang. Zumal, wenn man hier verfolgt wird. Chris Soske, für den, ja, sollte die Zeit eigentlich reichen. Aber wenn er nicht vorbeikommt, dann würde er sich auch wünschen, dass das Rennen ein bisschen länger geht. Aber wir sehen, er kann deutlich schneller. Klar, der hat die frischeren Reifen, behaupte ich jetzt mal, stand auf jeden Fall deutlich über 30 Sekunden. So, und schnellste Runde, wie gesagt, kriegen wir immer noch nicht. Hätte ich eher gedacht, dass wir nochmal eine bekommen. Vor allem, weil die da vorne alle freie Fahrt haben, mehr oder weniger. Na, bremst er sich daneben? Nee, das reicht nicht ganz. Reicht nicht ganz. Fahr mal mit. Ja, letzte Runde haben wir gesehen. Ich glaube, letzte Runde war das, wo er sich da auf die Innenseite setzen konnte. Hier wird es jetzt auch noch nicht reichen. Also Daniela muss da jetzt noch nicht auf die Verteidigungslinie gehen. Kann Kurve 1 hier ganz normal nehmen. Die ganze Geschwindigkeit mitnehmen. Aber wir sehen es hier. Chris Soske kann hier mit den frischen Reifen deutlich schneller durch die Kurve fahren. Und ja, da muss er echt aufpassen, dass er hinten nicht drauf fährt. Geduldig, geduldig sein. Mal gucken, ja, ob er da irgendwie eine Stelle gefunden hat, wo er mal daneben kann. Wir springen wieder zu Platz 5 und 6. Der Porsche jetzt endgültig wieder dran, der da ja vorhin ein bisschen raus war. Oh, das könnte jetzt schon knapp werden. Der BMW muss auf jeden Fall jetzt hier links bleiben oder relativ weit innen. Geht jetzt einen Tick weiter rüber. Der Porsche daneben versucht sich daneben zu setzen, kann aber nicht daneben bleiben. Also wieder dahinter. Schön auf den Exit konzentrieren und gleich den nächsten Angriff starten. Immer schön unter Druck setzen hier den Vordermann, bis der vielleicht mal einen kleinen Fehler macht. Und wenn er nur den Körper ein bisschen zu viel mitnimmt, könnte ihn ja aus dem Gleichgewicht bringen. Spät raus hier auf die Innenseite, zeigt sich hier. Aber ja, bleibt oder geht nicht direkt daneben. Aber der Druck ist riesengroß hier. Ich glaube, der Benedikt Alisch ist froh, wenn er hier über die Linie kommt. Für ihn werden die 8 Minuten jetzt hier nochmal sehr, sehr lang werden. Ja, sonst haben wir vorne tatsächlich immer noch Porsche, Audi und BMW. Ich kann euch mal wieder die Position Deltas einblenden. Da sehen wir die ersten 4 Positionen, hat sich nichts getan. Alisch, Müller beide gut nach vorne gekommen. Markus Pielberg, der hat ein bisschen verloren, da 2 Positionen. Ja, ansonsten Ben Otzer auf der 17, leider 9 verloren. Fast alle anderen haben gewonnen. Die, die verloren haben, sind wahrscheinlich auch gar nicht mehr auf dem Server drauf. Ja, so sieht das Ganze aus hier. Ja, bleiben wir hier. Zoske 0,8 Sekunden und Daniela dran. Aber hier knistert das doch gerade so ein bisschen lauter, würde ich mal sagen. Der Porsche hier in den engen Sektionen natürlich im Vorteil. Der kann sich da schön durchschlängeln. Schön im Windschatten jetzt hier. Mal sehen. Nee, das wird noch nichts, glaube ich. Hier an der Stelle, wie gesagt, kann man nochmal gut daneben bremsen. Mit dem Porsche sowieso. das müsste irgendwo auf der Startseite von dir sein. Ich weiß nicht, oben rechts oder so.
Das müsste eigentlich irgendwo angezeigt werden, wenn du auf der LFM-Seite bist. Ich musste die nicht machen, deswegen weiß ich nicht, wie das aussieht, aber es muss eigentlich irgendwo stehen. So, gucken wir mal. Ah, jetzt spät. Oh, ganz, ganz spät rein hier. Oh, da hat er sich vorbeigedrückt. Da wollte er es aber wirklich wissen. Und Alisch hat aber sehr, sehr gut mitgespielt. Hat da nicht zugezogen. Das hätte es da auf jeden Fall gekracht. Jetzt hat es aber, ja, dann doch nicht mehr gereicht. Daniel Müller geht jetzt auf die 5. Ja, und der nächste Porsche hier, der Teamkollege. Ja, Teamkollege vom anderen Porsche. Vom Müller. Der Pielberg nehme ich hier jetzt 1,8 Sekunden dran. Also, mal gucken, ob Alisch sich hier gegen den nächsten wehren muss. Kleines Déjà-vu für ihn hier, würde ich mal sagen. Noch so ein Porsche hier. So, dann gehen wir mal hier zum nächsten Teamkollegen, also Monkey Town Racing hier gerade im Fokus, würde ich mal sagen. Monkey Town Racing gegen Apollo Motorsport in dem Fall. Der Aston Martin von Dani Daniela. Ja, da tut sich das schwerer, als ich gedacht hätte. Also 3, 4, 5 Runden sehen wir das jetzt schon, wie er da hinterher fährt. Hatte gedacht, dass er doch gut rangekommen und mit den vermeintlich frischeren Reifen hätte ich auch erwartet, dass er da schneller vorbeikommt. Jetzt hat er nur noch 5 Minuten gleich. Wir waren ja schon drauf, als das noch 12 Minuten waren. Also mal schauen. So, 21 Grad, 21 Grad. Wie gesagt, sehr kühler geworden. Ja, kann natürlich sein, dass der eine oder andere vielleicht nicht nochmal ein bisschen was an Luft reingepackt hat hier in die Reifen, dass die Drücke einen Tick zu niedrig sind. Kann natürlich auch nochmal sein. Wobei wir jetzt woanders nicht wirklich sehen, dass die Abstände deutlich kleiner werden. Also im Schnitt würde ich sagen, so 5 Sekunden sind da die Autos auseinander alle, schön aufgereiht. Mal gucken, Dani, ja, muss da wirklich aufpassen. Jetzt geht es nämlich Richtung Haarnadelkurve. Mal gucken, ob der Audi jetzt hier so ein paar Meter gut machen kann. Da ist noch ein Auto dazwischen, was da reinpasst. Das reicht nicht ganz. Da muss er schon direkt aus dem Windschatten, direkt am Heck sein und aus dem Windschatten dann rausgehen. Oder schon die Nase daneben haben nach der Schikane. Aber auch er macht hier wunderbar Druck. Sehr, sehr schöne Zweikämpfe, die wir hier sehen. Ja, ganz, ganz kleiner Quersteher vom Audi. Wir sehen, er will aber unbedingt vorbei. Er will hier früh aufs Gas gehen, um daneben zu gehen, um dran zu bleiben hier. So, ich glaube, dann Zallas müsste das dahinter sein, ja. Der kann das vielleicht aus der Ferne noch beobachten. Oh, jetzt könnte es funktionieren. Ja, da hat Dani aber auch die Tür ordentlich aufgelassen. Jetzt sehen wir es im Rückspiegel. Jetzt ist er dann doch vorbeigekommen, der Chris Soske. Auf die 14. Position, was vermutlich auch seine Zielposition sein wird. Denn 9 Sekunden nach vorne wird er jetzt in 4 Minuten eher nicht aufholen. Gehe ich mal nicht von aus. So, damit können wir wieder zu dem Zweier-Dreier-Kampf gehen. Mal gucken, wer hier wen nochmal angreifen kann. Also Pieberg 2 Sekunden hinter dem BMW. Der BMW 1,3 Sekunden hinter Daniel Müller, der da jetzt natürlich ein bisschen wegziehen dürfte, nehme ich mal an. Hatte da ja sehr, sehr gut Druck gemacht. Also die beiden Zweikämpfe, die wir hier begleiten durften, da gab es auch die Positionswechsel jetzt am Ende. 3,5 Minuten haben wir noch. Wir gehen dann mal auf den Führenden. Das ist nämlich auch Monkey Town Racing. Okay, halbes Feld hier vom Team gefühlt. Hat 6 Sekunden Vorsprung. Überrundet hier, glaube ich, gerade den Peter Meyer. Das ist der weiße Honda hier unten. Der ist in Runde 36, Nick Husfeld gerade in Runde 38, also bereits 2 Runden Rückstand hier für den Honda. Ja, Colin Behnke, der sich hier vielleicht einen Extrapunkt für die schnellste Runde nochmal holt. 28,8 immer noch, auf der 2. Position liegend. Ja, Husfeld hatte sich sonst immer die schnellsten Runden geholt, wenn er dabei war. Könnte das erste Mal sein, dass er fährt und sich nicht die schnellste Runde holt. Aber noch sind 3 Minuten, aber... Ja, gegen Ende, glaube ich, wird sich unbedingt was, je nachdem, wie gut die Reifen noch funktionieren. Natürlich, der Tank jetzt schon so gut wie leer, Auto schön leicht, aber die Reifen natürlich auch schon so ein bisschen angefahren hier. Ja, Herr Ricardo Hillegeist auch schon lange nicht mehr gesehen. Im Stream 11 Sekunden, musste inzwischen deutlich abreißen lassen. Ist hier auf der 3. Position unterwegs, wird also ja in der Gesamtwertung wieder ein bisschen was liegen lassen. Colin Behnke, wollte schon Chris sagen, Colin Behnke auf der 2 wird wahrscheinlich einen Riesenschritt nach vorne machen. Können uns ja mal ganz kurz die Gesamttabelle nochmal anschauen hier. Also Behnke haben wir hier auf der 17 in der Gesamtwertung. Mit Position 2 würde er sich, glaube ich, 27 Punkte holen plus den Extrapunkt für die schnellste Runde. Da wird es nochmal ein gutes Stück nach vorne gehen. Ja, Hillegeist auf der 3
Hier wird ein bisschen was liegen lassen. Ja, für sein Glück natürlich Pierre Meyer nicht mehr dabei. Wird mit 0 Punkten heute nach Hause gehen. Busfeld auf der 3 insgesamt wird ordentlich verkürzen können. Das heißt ordentlich, ein paar Punkte verkürzen können. Aber der Abstand da vorne immer noch ganz gut. Also ich glaube, der Ricardo wird doch recht zufrieden sein. Hat hier sehr, sehr gute Chancen, den Gesamtsieg zu holen. So, Piebeck jetzt hier dran am BMW nochmal. 1,5 Minuten haben wir noch. Der erste gleich in der letzten Schikane. Ja, damit geht's gleich in die letzte Runde. Sprich auch für die Herrschaften hier. Für den BMW, der jetzt hier wieder mal zwischen den beiden Monkey Town Racing Piloten, den beiden Porsche hier eingeklemmt ist. Die gehen jetzt hier gleich auch in die letzte Umrundung durch. Oder in die letzte Umrundung rein, so rum. Und dann schauen wir mal, ja, was sich hier um Position 5, 6 und 7 noch so tut. Dahinter hat sich alles geordnet. Voske 14, Daniela 15, Don Salas 3 Sekunden auf der 16. Ja, Don Salas wird da wahrscheinlich die Position noch erben. Da die Daniela ja mit einer 5-Sekunden-Strafe unterwegs. Die einzige, die momentan auch mit der Strafe noch behaftet ist. Also, ja, wird es leider nichts mit den Punkten heute. Sehr, sehr schade, knapp dran gewesen. Der kleine Schubser hier gegen den einen Porsche hat es dann leider heute vermiest. Ja, mal sehen. Nächstes Mal vielleicht, wenn sie wieder dabei sein sollte. Wo sind wir denn unterwegs nächstes Mal? Das hatte ich gesagt. Auf Sandford. Eieiei. Da ist Überholen jetzt auch nicht so angesagt. Also am 28. November, nächsten Montag, ist das dann logischerweise, sind wir in den Niederlanden unterwegs. So, Alisch bleibt aber am Porsche jetzt doch dran. Also Müller fährt jetzt doch nicht weg. Das wird nochmal eine heikle Angelegenheit. Halbe Runde, bisschen mehr hat man noch vor sich. Gleich gehen wir natürlich nach vorne. Der letzte gerade in der Haarnadelkurve unterwegs. Oh, jetzt gibt es hier doch nochmal einen Angriff vielleicht. Weiß nicht, vielleicht muss ja einer Spritspeisen. Jetzt geht es nur zweit durch die Schikane. Der Porsche hobbelt da ordentlich rüber. Der BMW musste ordentlich cutten. Und Pieberg hat natürlich deutlich mehr Geschwindigkeit. Vielleicht kann er davon profitieren, sich neben den BMW setzen. Bremst er sich daneben? Nee, der BMW zieht auch nochmal so ein bisschen zu. Aber mal richtig spannend hier. Wir müssen ganz kurz nach vorne gehen. Denn der Teamkollege Nick Kussfeld, der gewinnt das Ding hier heute von der 1 auf die 1. Herzlichen Glückwunsch, Corbin Behnke mit der schnellsten Runde auf die zweite Position. Und Ricardo Hüllegeist, der wird hier Dritter werden, bin ich mir sehr, sehr sicher. Wir gehen aber wieder zu dem Dreiergespann, Zweierkampf. Die sind nämlich auch fast durch. Mal sehen, ob es jetzt hier noch den Angriff gibt. Ich denke mal, Daniel Müller da vorne, wenn er sich nicht deutlich verbremst, wird auf der 5. Position ins Ziel kommen. Und Alisch muss jetzt nochmal gucken, ob er Pielberg hinter sich halten kann. Sieht gut aus. Jetzt nochmal gut rausbeschleunigen. Ziellinie kommt relativ früh zu seinem Glück und damit tut sich auch hier nichts. Benedikt Alisch auf der 6, Markus Pielberg auf der 7. Witzmann wollen wir natürlich nicht vergessen, auf der 4. Dann haben wir Thomas Weinzettel, den AMG, der 6 Positionen gewonnen hat. Gut nach vorne gekommen hier auf der 8. Dann haben wir Phil Bartel im Lexus mit einer Position, die er gewonnen hat, auf der 9. Lukas Santer mit 5 Positionsgewinn, auch ein erfolgreiches Rennen, möchte ich mal sagen. Der hat es ja auch noch in die Top 10 reingeschafft. Marcel Lang direkt dahinter mit 12 Positionsgewinn. Also der hat richtig, richtig gewonnen hier von ganz hinten auf die 11. Position. Klar, 3 sind vom Server runter, aber trotzdem immer noch nur 9 Positionen so gewonnen hier. Dann haben wir Kurt Hassel dahinter. Der hat das Rennen beendet auf der 12, von der er gestartet ist. Philipp Noack, ja, leichte Positionsverluste musste er hinnehmen. Auf der 13 unterwegs. Dann haben wir Christoske. Haben wir auf der 14 der Audi hier für Monkey Town Racing 2 Positionen gewonnen. Dann Daniela auch im Ziel mit 6 Positionsgewinnen, beziehungsweise Don Salas wird ja durch die 5 Sekunden Strafe nochmal an ihr vorbeiziehen. Damit wird sie auf der 16 sein. Don Salas, wie gesagt, gewinnt nochmal. Ben Utzer lange nicht gesehen. Auf der 17 fährt schon in die Box. Linz Live auf der 18, Schafhauser auf der 19 und Peter Meyer fährt jetzt auch in die Box auf der 20. So, einmal hier zurück zur Garage. Wunderbar. Sehr schön. Ja, ein recht sauberes Rennen. Einige Ausflüge gesehen. Ein, zwei kleine Ditcher haben wir gesehen. Aber sonst ein doch sehr sauberes Rennen. Waren nicht so viele Autos unterwegs. Server ist jetzt weg. Sehr gut. Aber ein sehr, sehr spannendes Rennen. Zumindest hier an der einen oder anderen Stelle. Vor allem gegen Ende noch vorne. War es nach den Boxenstopps leider nicht ganz so spannend. So, apropos spannend. Wo gibt es denn noch was Spannendes zu gucken? Hier bei Twitch für euch. Ah, ich weiß, wo wir hingehen. Was fährt der denn? Imola fährt er, was sonst? So, raiden wir nochmal rüber. Ja, sorry wegen den Alerts. Wie gesagt, habe ich erst letztens eingebaut. Habe aber nicht in allen, überall bei OBS das reingebaut. Deswegen werde ich da nochmal nacharbeiten. Und dann gibt es nächstes Mal auch wieder Alerts. Ja, nächstes Mal ist morgen schon. Dann machen wir endlich mal wieder LFM. Ich war letzte Woche ja leider krank. Deswegen gab es kein LFM meinerseits. Da gucken wir uns wieder 3 Rennen an. Ich denke mal GT4 und dann zweimal GT3.
Da freue ich mich sehr drauf. Schöne Strecken dabei. Ja, wenn ihr Bock habt, schaltet morgen ein. 19 Uhr geht's dann los. Ansonsten, ja, im Laufe der Woche bin ich doch ein paar Mal online irgendwann. könnt ihr ja unter dem Kanal sehen im Streamplan. Ansonsten nächsten Montag bei RLE geht's natürlich dann weiter, wie gesagt, aus Sandford. Bin sehr gespannt. Danke für die Follows. Treibstoff noch, habe ich noch einmal vergessen. Wofi. Und ja, ansonsten allen anderen natürlich auch danke, die dabei waren. Hoffe, ihr hattet einen schönen Abend. Wünsche euch noch dieselbigen heute. Und wir gehen mal zum Socher rüber. Wie gesagt, fährt gerade auf Imola. Und achso, danke Paul noch für dein Tier 1. Fast überlesen hier. Danke, danke. Und wünsche euch einen schönen Abend und dann bis morgen 19 Uhr, wenn ihr mögt. Bis dann.